ein Filmemacher, der auch schon mehrere Krimi-Preise und auch einen Lola-Preis gewonnen hat. Und der mir sagte, er sieht den Dokumentarfilm in seiner ärgsten Krise. Also es werden sehr, sehr gute Filme produziert, aber davon gut zu leben ist sehr schwierig. Er sprach dann davon, dass man manchmal 5 Jahre in einem Film arbeitet und dann eigentlich kaum mehr Kraft hat, den Film herauszubringen. Und dann soll man noch Webseite und VOD-Release und alles Mögliche machen. Und es geht einem eigentlich langsam das Geld aus. Und dann macht man es vielleicht noch ein zweites und drittes Mal. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wie kann man davon leben und wie kann da draußen Beruf werden? Das brauche ich Ihnen alles wahrscheinlich gar nicht zu erzählen, wissen Sie besser als ich. Aber nachdem ich der Erste bin, der hier startet, wollte ich so ein bisschen da drin einführen. Und da stellt sich natürlich einmal die Frage, wie man mit Sendern oder Kino und so weiter neuen Vertriebsformen umgeht. Gestern zum Beispiel bei dem Markt ging es um Pitching, auch mit Fernsehsendern. Und da wurde ganz klar deutlich, die Catch-up-Rights bekommt man keine zusätzlichen Mittel dafür. Und da stellt sich mir natürlich dann schon die Frage als Fundraiser, wie kann es sein, wenn wir Mediasender aufbauen bei den Sendern und da auch verstärkt in Konkurrenz treten wollen zu privaten Plattformen, dann müsste das doch ja eigentlich auch kommerzialisiert werden und müsste dafür ja auch Geld bereitgestellt werden. Und da könnten sich ja vielleicht auch neue Kooperationen ergeben zwischen Dokumentarfilmern und zum Beispiel Sendestrukturen, dass man da zum Beispiel gemeinsam drin investiert. Soweit als Randbemerkung. Ich wurde hier eingeladen, um über eine Perspektive aus dem Ausland zu sprechen. Also wie sehen Stiftungen und NGO den Medienbereich oder Filmbereich, Dokumentarfilm und welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es da? Sie stellen sich wahrscheinlich alle die Frage, wie weit sollte ich meine Finanzierung mischen? Wie weit kann ich noch, ich sage mal, rechts und links von Fernsehsendern, Kinovertrieb und so neue Möglichkeiten mir erschließen? Und da wollte ich eben die Perspektive von Stiftungen und NGOs Ihnen vorführen. Nächster Slide. Also ich habe es jetzt mal in zwei Teile eingeteilt. Also ich habe mir vor allem den angloamerikanischen Raum angeguckt, also sprich Großbritannien, Nordamerika, USA, Kanada. Dort gibt es sehr viele Fonds, die auch direkt Filme fördern. Die sind natürlich sehr stark in diesem Bereich Outreach, Social Impact aktiv. Das heißt, wir sprechen eigentlich vor allem von einer Phase, wenn der Film fast fertig ist, im Rohschnitt oder sozusagen herausgebracht werden soll, gibt es da Finanzierungsmöglichkeiten als sogenannte Zuschüsse. Also es handelt sich sozusagen um echte Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. In der Regel von gemeinnützigen Stiftungen. Und die Höhe, die man da bekommen kann, und da kann man auch Anträge stellen als deutsche Filmemacherin, die sind so vielleicht zwischen 20 und 80.000 Euro. Es gibt eigentlich immer dann eine spezifische Ausrichtung, handelt sich mehr um Completion Fund oder soll ein Film über Öffentlichkeitsarbeit herausgebracht werden? Sollen die Filmemacherinnen ermutigt werden, mit gesellschaftlichen Gruppen zusammenzuarbeiten, zum Beispiel auch bei Campaigning? Und es ist natürlich auch sehr wichtig aus der Sicht der Stiftung, dass die Filmemacherinnen sich auch darauf einlassen, was eigentlich die Zielgruppen der Stiftung sind. Also wenn man sozusagen meint, man könnte quasi nur den einen Film anbieten, ist das schwierig, ne? Das heißt, man muss eigentlich schon im Vorfeld gucken, mit welchen Zielgruppen arbeiten die zusammen, mit welchen zivilgesellschaftlichen Partnern und kann man sich da andocken. Und das hat natürlich auch Auswirkungen dann ein bisschen auf die Formate. Da gehe ich dann nachher noch drauf ein. Ich wollte Ihnen nur zwei Quellen nennen und Sie können auch gern später auf der PowerPoint oder wenn es irgendwo einen Bedarf gibt, kann man die nachher zur Verfügung stellen. Der Impact Field Guide, vielleicht ganz interessant, da findet man Beispiele, wie Filmemacherinnen, Dokumentarfilmer quasi mit NGOs zusammengearbeitet haben und Filme in Kampagnen eine Rolle gespielt haben und auch wirklich zu gesellschaftlichen Veränderungen beigetragen haben. Ich sage mal Gesetzesänderungen, Bewusstseinsbildungskampagnen bis hin zu E-Learning und alles Mögliche. Die zweite Quelle heißt Docs in Progress, das ist aus Kanada, das ist eine ganz interessante Gruppe. Die haben ein Portal, da können Sie sich einloggen, registrieren und dann kriegen Sie immer mit, was weltweit läuft an neuen Budgetlinien und wann die Einreichungsfrist ist und wie die Richtlinien sind. Das ist wie so ein Spiegel, gibt es wahrscheinlich auch für Festivals und so weiter. Also es könnte vielleicht auch interessant sein. Nächster Slide. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, was gibt es denn jenseits von Filmförderung? Also man muss sich vorstellen, das ist ja auch in Deutschland, haben wir unzählige viele Stiftungen und die kooperieren ja auch mit gemeinnützigen Institutionen. Da sind eigentlich die Zuschüsse geringer. Also da reden wir vielleicht von
Förderung von 5.000 bis vielleicht 30.000 Euro, was da realistisch ist. Das mag vielleicht für große Koproduktionen nicht viel Geld sein. Wenn Sie mit 500.000 bis 800.000 einen internationalen Feature-Film rausbringen, ist es vielleicht wenig Geld. Wenn Sie jetzt mit 100.000 bis 200.000 Euro finanzieren, dann kann das schon ganz interessant sein. Da kommen Sie vielleicht schon auf 15% oder mehr in der Finanzierung. Man muss auch sehen, viele dieser Fonds werden ja aktiv, wenn sie den Film herausbringen. Und da ist ja insbesondere schwierig, auch dann nochmal Mittel zu finden, weil die Budgets viel kleiner sind als die Produktionsbudgets. Und da kann es dann schon echtes Geld sein. Hier ist natürlich auch wichtig, also ich hatte mich zum Beispiel mit jemand von der Oak Stiftung aus London unterhalten, der meinte dann, ja, sie haben auch schon Filme gefördert, aber sie haben die Schwierigkeit, sie haben nicht die Expertise, Entscheidungen zu treffen. Welche Filme wären gut zu fördern? Und da suchen die eigentlich auch immer Partner, wie zum Beispiel Arkidoc oder andere, die vielleicht da als Mittler fungieren könnten. Und das könnten wir zum Beispiel auch im Workshop diskutieren. Gibt es eine Möglichkeit, Stiftungen in Deutschland anzusprechen, entweder um einen Filmfonds zu gründen oder auch für Pakete, Packaging, ne, dass man zum Beispiel für ein Thema Stiftung interessiert. Und da ist auch dabei sehr wichtig, man kann eben nicht einfach mit dem Film ankommen, sondern die Filmarbeit muss sich ein Stück weit auch einpassen in die gesellschaftlichen Anliegen, zu denen sich diese Organisationen positionieren. Und darin reden wir dann auch vielleicht von anderen Formaten. Da könnte man vielleicht auch mal einen 5-Minuten-Doc-Film machen und vielleicht noch ein paar Social-Media-Clips. Und ich denke mal, für Filmemacher heute ist es wahrscheinlich kein Problem. Die haben eh das Material, die haben auch die Fähigkeit von Multiversioning. Und diese Kurzformen sind für sie wahrscheinlich gar nicht schwierig, weil sie sind eh voll Experten im Storytelling. Also ich sage Ihnen mal, wir haben selber bei meiner NGO, für die ich arbeite, haben wir selber ein Videodepartment gegründet, 2005. Bis ungefähr 2010 haben auch Dokumentarfilme gedreht. Und wir haben das eingestellt, weil wir nie so gut waren wie Dokumentarfilmer. Und unsere Schlussfolgerung ist, dass wir heute mit Dokumentarfilmern oder auch Fotografen, Profis zusammenarbeiten und dann lieber denen Budgets geben und die bitten, mit uns das zu machen. Nächster Slide. Also jetzt wollte ich Ihnen einfach so ein paar Quellen vorstellen. Ich kann da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber dass Sie einfach sehen, also es gibt Fonds, die sind eigentlich auch hart umkämpft, wie überall. BritDoc, Bertha Foundation zum Beispiel, die haben 5 Fonds aufgelegt mit mehreren Mäzenaten, also das sind dann in der Regel Einzelpersonen, wie zum Beispiel die Familie Tabaschnik, haben sie mehrere Fonds aufgelegt, immer in der Größe von vielleicht 1 bis 3 Millionen Pfund, und die fördern dann bis zu 20, 30 Filme in jedem dieser Fonds. Die haben unterschiedliche Ausrichtungen, manche sind um Feature-Filme fertigzustellen und herauszubringen. Andere sind für Outreach-Kampagnen. Ein Fonds ist, um Dialog herzustellen zwischen Sendern und Institutionen und Verleihen. Und ja, das ist aber im Grunde eigentlich wie Core-Funding, ne? Man bekommt es als Zuschuss zum Film. Dann gibt es andere. MacArthur Foundation wäre zum Beispiel interessant anzusprechen, wenn wir hier in Deutschland zum Beispiel Stiftungen ansprechen wollen, weil die fördern Mittlerorganisationen, also andere Stiftungen, Festivals wie Tribeca oder Sundance, das ist also ein Mega-Förderer. Die haben allein 50 Millionen für Dokumentarfilme in den letzten Jahren rausgegeben. Und die wären eigentlich zum Beispiel spannend, um in Deutschland vielleicht Stiftungen dafür zu interessieren, auch zu zeigen, dass es ein gangbarer Weg ist. Die Schwierigkeit ist ja, wie bekommt man die gemeinnützigen Mittel in einen Wirtschaftsbetrieb? Und ich denke mal, da werden uns auch Leute wie Herdolor von KernTV, die werden da bestimmt auch Ideen haben, wie man das macht. Ich glaube, die haben da schon Erfahrung zu. Nächster Slide. Hier jetzt die ganz andere Stiftung. Also ich wollte Ihnen mal Beispiele bringen aus dem NGO-Funding, dass die auch mit Filmbereichen zusammenarbeiten. Also ich habe zum Beispiel gefunden, bei Open Society Foundation haben Film über Drogenkrieg finanziert. Und ich weiß zum Beispiel auch, als ich auf der ITFA war, da wurde auch zum Beispiel ein Film über Homophobie und Rassismus gefördert. Dann nehmen wir die Oak Foundation, die haben einen Film gefördert über illegale Migration in Mexiko und USA und dann auch eine Kampagne dazu. Also da ging es um eine Datenbank, wo man quasi recherchiert über tot aufgefundene Migranten, die auf dem Weg sozusagen sterben oder ermordet werden, sozusagen ihre Geschichte herauszufinden, wo kommen sie her und denen auch eine Gerechtigkeit, eine Würde zukommen zu lassen. Ganz andere Beispiele, zum Beispiel ein erfolgreiches ist Plastic Oceans, Adesium Foundation habe ich gefunden, haben diesen Film mit herausgegeben und gefördert. Und so gibt es viele Beispiele. Das sind natürlich einzelne, aber machbar. Noch ein Slide vielleicht.
Hier noch Beispiele aus ganz anderen Bereichen. Es gibt zum Beispiel Journalistenfonds für Recherchen. Da kann man vielleicht 10.000 bis 30.000 Euro bekommen. Da gibt es dann auch Beispiele, die ich hier hingemacht habe. Geek Politics, das war über so Internetfreaks in Berlin und in anderen Ländern. Ebola, das war über die Krankheit und wie dagegen gekämpft wird. Andere Beispiele wären Frauenfonds. Also habe ich dann Adressen, wie man in Deutschland Stiftungen ansprechen kann. Oder auch gibt es ganze Webseiten mit Frauenfilmfonds oder International Women Fund. Das ist ein ganzes Netzwerk von Fonds. Kultur gibt es zum Beispiel eine Initiative von Goethe-Institut in Südostasien, mit der man vielleicht kooperieren kann, die auch Filmarbeiten und Entwicklungszusammenarbeit. Und da werden wir auch von Bernd Wolbert viel hören über Kirche. Da gibt es auch die katholische Kirche Cameco, die eine Arbeitsstelle für Film hat. Und als letztes Beispiel Städtepartnerschaften. Ein Freund von mir, der macht einen Film über einen Künstler in Kinshasa, in Kongo. Und der hat dann zum Beispiel eine französische Region gewonnen, Auvergne, obwohl er eigentlich aus Belgien kommt, die ihm dann, glaube ich, 50.000 gegeben hat, damit er den Film mitproduzieren kann. So. Und die damit eingestiegen sind, einfach aus ihrer Verbindung zu der Stadt Kinshasa. Soweit erstmal. Vielleicht können wir ja nachher weiter das noch vertiefen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die sehr ausführliche und sehr globale auch Ausrichtung. Deshalb würde ich gerne mit Herrn Wolpert weitermachen, der uns mal jetzt aus deutscher Sicht ein NGO sozusagen darstellt. Ja, ich muss mich am Anfang ein bisschen von der, dass ich mich von meinem eigenen Laden distanziere, muss ich mich jetzt ein bisschen distanzieren. Nur wir haben einen sehr sperrigen Namen, deshalb am Anfang ein kleiner geschichtlicher Rückblick. ECEF ist die Fachstelle von zwei Trägerorganisationen, zum einen von Brot für die Welt, evangelische Entwicklungspolitik, und zum anderen vom Gemeinschaftswerk evangelischer Publizistik. Das GEP, das Gemeinschaftswerk, ist ein Verlagshaus, das nicht nur verschiedene Zeitschriften herausgibt, zum Beispiel EBD Film, sondern auch die Zentralredaktion des evangelischen Pressedienstes, also eine der großen Presseagenturen, beheimatet. Unser Büro ist in Stuttgart. Das Evangelische Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit gibt es seit 1982. Und diese Gründungszeit, und damit komme ich zu diesem sperrigen Namen, erklärt auch ein bisschen unseren ja, durchaus sperrigen Namen. Und wir haben immer wieder überlegt, den auch zu ändern. Aber eine Marke, die mal bekannt ist, sollte man auch nicht einfach aufgeben. Deshalb dieser Slogan, Agentur für Filme aus dem Süden. Gegründet wurde das ECEF mit dem Wissen und der Erfahrung, dass Film ein wirkungsvolles Instrument der Bildung ist, und Bildung ist unsere Kernaufgabe. Damals spielten Filme eine wichtige Rolle in der Anti-Apartheids-Bewegung. Diese wurden von kirchlichen Medienzentren, die damals gegründet worden sind, also die regionale Medienverleih, für die Bildungsarbeit herausgegeben in der deutschen Fassung. Und dann wurde als erster Film kofinanziert Septemberweizen von Peter Krieg. Das war 1980. Und das ist ja ein Meilenstein durchaus des Dokumentarfilmschaffens in Deutschland überhaupt. Und das war auch der erste Film, der vom kirchlichen Entwicklungsdienst kofinanziert wurde. Und um Filme wie diese dann auch unter die Leute zu bringen, kundig zu begleiten, wurde das ECEF als kleine sogenannte Fachstelle gegründet. Ziel war, Filme zu identifizieren, die für die Bildungsarbeit geeignet sind, und parallel diese Filmförderung zu flankieren, aber auch eine medienpädagogische Begleitung zu gewährleisten, Begleitmaterial zu erstellen. Das war damals alles noch 16 mm, später kam dann Video. Heute ist es ganz überwiegend DVD, aber ich komme gleich noch dazu. In Ausnahmefällen machen wir auch als Nischenverleih Kinoverleih mit DCP. Damals hat man von Dritte Weltfilmen oder entwicklungspolitischen Filmen gesprochen. Es gab damals ein Handbuch für entwicklungspolitischen Film. Diese Genrebezeichnung, da bin ich wieder bei unserem
schon historisch gewordenen Namen, der heute nicht mehr so unbedingt funktioniert. Das ist heute eigentlich kaum noch ein Begriff durch diese große Ausdifferenzierung. Aber das heißt, wir haben einen klaren Fokus, nämlich auf Filme aus dem Süden. Wir möchten auch die Perspektive aus Ländern des Südens, Stichwort Diversität, hier in die Medienlandschaft einbringen. Wir haben aber einen starken Fokus auch darauf, die Nord-Süd-Beziehungen zu thematisieren, also wirtschaftspolitische Fragen, Menschenrechtsfragen, soziale Themen. Die finanziellen Mittel für diese Filmförderung, die auch unsere Arbeit gewährleisten, das ist nicht, wie es im Programm steht, eine Stiftung Brot für die Welt. Also wenn Sie Ihren Nachlass regeln wollen, da gibt es auch eine Stiftung für Brot für die Welt. Aber das ist dann für Entwicklungshilfe im Süden. Nein, das sind Kirchensteuermittel. Also wir haben ja in Deutschland und den protestantischen Ländern dieses Kirchensteuersystem. Und ein Teil der Kirchensteuermittel werden für den kirchlichen Entwicklungsdienst aufgebracht. Und der ganz große Anteil geht an Projekte im Süden, aber ein kleiner Anteil geht an Bildungsmaßnahmen in Deutschland. Ich verantworte die Filmarbeit beim EZEF, aber es gibt auch eine Literaturförderung über die Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Asien, Afrika, Lateinamerika. Es gibt verschiedene Zielgruppenarbeit und es gibt vor allen Dingen eine Förderung von Basisbewegungen, die auf kleiner Ebene Projekte verschiedener Organisationen unterstützen. Für diese Filmförderung, wie ich es jetzt mal kurz verkürzt nenne, die ist reaktiv. Wir haben drei Einreichtermine im Jahr, 5. Januar, April und September. Anträge für wirkliche Kleinprojekte, also bis 5.000 Euro, die sind unabhängig von diesen Vergabeterminen. Und das sind wirklich Basisinitiativen. Oft sind es Filmemacher, die mit Selbstausbeutung und ganz wenig Geld einen kleinen Film machen und auch selbst die Auswertung vornehmen. Also die brauchen auch ein Auswertungskonzept, um bei uns gefördert werden zu können. Aber unser Bemühen ist eigentlich, professionelle Filme zu fördern und denen dann eine möglichst große Verbreitung zu gewährleisten. Einmal über die nicht gewerbliche Auswertung, die wir wahrnehmen, aber auch durch die Kooperation mit Kino, Fernsehen etc. Also Bildung steht bei uns im Zentrum. Das heißt weder Public Relations noch Propaganda. Also wir sind nicht Teil der Öffentlichkeitsarbeit von Brot für die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst. Also es geht nicht darum, die Organisation bekannt zu machen, sondern es geht um inhaltliche Anliegen. In gut protestantischer Tradition von Bildung ist es wirklich sehr, sehr breit angelegt. Sie werden es dann sehen, wenn ich ein paar Filme nenne. Die Filmförderung ist vertikal ausgerichtet. Das heißt, wir fördern Filme und Filmprojekte manchmal schon beginnend mit der Recherche, wobei das nicht große Mittel sind, sondern durchaus bescheiden. Wir als einzige Bedingung wollen wir nicht gewerbliche Verleihrechte, alle anderen Rechte verbleiben beim Produzenten. Und dass wir uns komplementär verstehen, habe ich schon genannt. Also wir möchten, dass möglichst viele andere Agenten mit dabei sind. Zuletzt haben wir Live Sarah Bar Illegal von Peter Heller dann auch ins Kino gebracht, weil sich ein solcher Verleih nicht gefunden hat. Der Raoul Peck ist auch genannt worden als Autor mit Tödliche Hilfe und Wolfgang Landgräber war auch so ein Fall mit vom Töten Leben. Da stand die Fernsehausstrahlung fest, ein regulärer Kinoverleih war damit nicht mehr absehbar. Aber wir haben eine große Tour gemacht. Wolfgang hat über 40 Termine wahrgenommen und der Film hat da in kurzer Zeit eine sehr große und vor allem eine Zielgruppenöffentlichkeit erreicht. Über Details können wir dann, glaube ich, noch in den im Workshop-Teil sprechen. Ich möchte einfach noch mal ein paar Titel und Autoren nennen, um damit auch die thematische Bandbreite deutlich zu machen. Das ist, glaube ich, besser, wie wenn ich jetzt abstrakt versuche, das inhaltliche Spektrum zu beschreiben. Peter Heller habe ich auch genannt, Dschungelburger 1985 produziert, war einer der ersten Filme, der das Thema Fastfood überhaupt thematisiert hat, sowohl unter dem Ernährungsaspekt, vor allen Dingen aber auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Es war auch ein Kampagnenfilm. Ein anderer Kampagnenfilm war Amor, Mujeres y Flores von der Marta Rodriguez aus Kolumbien, eine Autorin aus dem Süden.
Wolfgang Landgräber habe ich genannt, der hier ist und ja mit begrüßt hat. Sein Film Südfrüchte aus Oberndorf war damals noch in einer ganz anderen Zeit in die Öffentlichkeit gekommen, zur Zeit der Friedensbewegung. Da war es nicht so mühsam wie heute, Wolfgang, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu kommen. Weiterer Film La Buena Vida, Das gute Leben von Jens Schanze. Damit habe ich jetzt so eine Art Münchner Dreigestirn genannt, um dem Genius Loki etwas zu huldigen, auch an dieser prominenten Stelle. Ein weiterer Autor aus dem Süden, Shahin Dilrias aus Bangladesch mit dem Film Eisenfresser, der auch einen Grimme-Preis bekommen hat. Von Valentin Thurn hatten wir Essen im Eimer gefördert. Da war von dem langen Film Taste the Waste noch keine Rede, weil wir das Thema sehr wichtig fanden. Der war dann enorm erfolgreich. Der WDR hat ihn im Spätprogramm versteckt. Der wurde um Mitternacht ausgestrahlt und dann haben trotzdem so viele Zuschauer gesehen, dass der lange Kinofilm dann nachkam. Racing Resistance von Bettina Borgfeld und David Bernett haben wir gefördert zum Thema auch Biodiversität, die Nachhaltigkeitsproblematik, aber auch Frage von Landrechten. Dann ein ganz anderer Film, Sieben oder warum ich auf der Welt bin, wenn man so will, Philosophie für Kinder von der Antje Staros und Hans-Helmut Grotian. Le Chalat de Tunis, das Phantom von Tunis, da kann man sich darüber streiten, ob das ein Dokumentarfilm ist. Es ist ein Mockumentary über den sogenannten Schlitzer von Tunis. Ein Film, der mittlerweile in 16 Ländern eine Kinoauswertung hat. Ja, ich will es bei dieser Aufzählung von Filmen jetzt mal belassen und hier einen Punkt machen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Holpert. Jetzt ist schon an der einen oder anderen Stelle angeklungen, die Verbindung zwischen alternativer Finanzierung und alternative Verwertung. Und ich glaube, Walter Steffen kann uns jetzt genau über diese Kombination ein bisschen was erzählen. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Walter Steffen. Ich bin eigentlich ein spätberufener Dokumentarfilmer. Ich komme vom fiktionalen Erzählen. Ich habe also in den 80er Jahren fiktionale Kurzfilme gemacht und dann seit dieser Zeit bin ich Drehbuchautor, hauptsächlich für die Primetime-Unterhaltung im deutschen Fernsehen, habe über 50 Drehbücher geschrieben, tue das immer noch, aber seit 2007 hat mich auch der Dokumentarfilm fest im Griff. Seitdem habe ich 10 Dokumentarfilme gemacht, lange Dokumentarfilme, die ich alle selber ins Kino gebracht habe, relativ erfolgreich und alle wurden, bis auf 2 wurden alle alternativ finanziert. Ich möchte an einem kurzen Beispiel, ich möchte es kurz machen, um meinen nachfolgenden Rednern noch mehr Raum zu geben. Das mache ich jetzt aber nicht. Mein dokumentarisches Schaffen entstand eigentlich eher aus einer kleinen Schnapsidee. Ich wollte Geschichten aus meiner Region erzählen, vom Starnberger See, und zwar andere Geschichten, die man dort nicht kannte. Habe 2007 einen Film gemacht über das bäuerliche Leben am Starnberger See und diese Geschichten über die alten Landmaschinen, die alten Traktoren erzählt. Das war eigentlich ein Spaßvergnügen. Das habe ich mit einem befreundeten Kameramann gemacht. Der Film wurde da eingeladen auf das 15 Filmfestival und lief dann in allen Kinos der Region und hatte wahnsinnig viel Zuschauer, über 20.000, ist mit nichts entstanden. Und daraufhin wurde ich immer wieder angesprochen, wenn es irgendwelche Themen aus der Region gab. So wurde ich zu einem regionalen Filmemacher. Die Finanzierung war dann ganz interessant. Die Gemeinden haben mich angesprochen, ich soll was tun, die Landkreise. Und darüber konnte ich dann die Finanzierung zum Großteil aufbauen. Ich habe dann später noch Crowdfunding dazu genommen. Aber das heißt, ich habe nach Themen dann gesucht oder sie wurden an mich herangetragen, die für die Region interessant waren, später dann auch deutschlandweit. Warum ich mich mit dem Produzieren auf offizieller Ebene so schwer tue, möchte ich anhand meines Films Endstation Seeshaupt darstellen.
Da wurde mir von Seiten der Förderer gesagt, es ist ein interessantes Thema. Es geht um einen Todeszug, der durch Bayern fuhr, 6 Tage lang und dann in meinem Heimatort zum Stillstand kam. Und dort wurden dann über 2000 Häftlinge, jüdische Häftlinge aus dem KZ-Außenlager Mettenheim befreit. Das bayerische Fernsehen wollte mitmachen. Ich hatte eine sehr aktive und engagierte Redakteurin. Ich habe dann ein Jahr lang recherchiert und war bereit, diesen Film zu machen. Da kam dann von der Redaktionsleitung eine Absage. Und ich stand dann da nach einem Jahr Recherchen. Und ich stand dann da und dachte, was mache ich jetzt damit? Und habe dann die Gemeinden gefragt, die an dieser Strecke des Zuges lagen, wollt ihr mit mir gemeinsam diesen Weg gehen und einen regionalen Film machen, der uns verbindet und der auch durch ganz Bayern, durch die regionale Erinnerungsarbeit fördert und auf ein anderes Niveau hebt. Und die haben das dann alle gemacht, die haben da mitgemacht. Und inzwischen ist dieser Film mein erfolgreichster international. Er wird regelmäßig in Yad Vashem gezeigt. Er läuft international in Australien, in Amerika, in Universitäten und ist dort, gehört zum Lehrstoff. Und wäre, wenn ich mich nur aufs Fernsehen oder die öffentlichen Förderer verlassen hätte, nicht entstanden. Das Fernsehen hat ihn dann gekauft und auch vielfach ausgestrahlt und wird jetzt auch die Lizenzrechte erneuern, weil inzwischen ist die Zeit abgelaufen. Das freut mich sehr. Aber das ist so ein... Das ist so ein Projekt, wo man zeigt, ich denke, es gibt Filme, die muss man machen, wenn sie zu einem kommen und die wollen erzählt werden. Und dann muss man genau schauen, mit welchen kleineren Mitteln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Stiftungen, es gibt Funding, es gibt Crowdfunding, aber es gibt auch noch andere Mittel. Und das möchte ich danach auch noch in den Workshop vertiefen. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein ähnliches Schicksal oder das Schicksal teilt Carmen Eckert. Wir sind ganz gespannt und ich möchte schon hinweisen, um 17 Uhr läuft Ihr Film Viktors Kopf, von dem sie uns jetzt vielleicht kurz berichten kann, im Kino 2. Im Kino 2, ja, also nebenan. Muss ich das ein bisschen runterziehen? Geht das? Werde ich verstanden? Ja, ich möchte gleich auf die Genese dieser Geschichte kommen. In meiner Familie gab es ein düsteres Geheimnis, eine Geschichte, über die nicht gesprochen wurde. Vor ungefähr 8 Jahren habe ich mal hinschauen wollen. Es ging um den Urgroßvater, auch meine Oma, die unter ungeklärten Umständen in der Nazizeit ermordet wurden. Darüber wusste ich aber nichts. Ich habe angefangen zu recherchieren und erfuhr, mein Urgroßvater wurde wegen Hochverrats enthauptet. Das hat mich als Filmemacherin dann natürlich angepiekst, gerade weil es auch ein Geheimnis in der Familie war, genauer hinzuschauen. Ich habe recherchiert und erfuhr die ersten Zusammenhänge über den Hintergrund, hatte überhaupt zunächst nicht die Idee, das zu einem Filmthema zu machen. Das war mir viel zu persönlich und viel zu nah. Auch die Auswirkungen dessen auf die Verwandtschaft und auch meinen Vater, das war mir zu emotional, auch zu nah. Meine Tochter sagte, Mama, du musst das machen, sonst macht das keiner. Und da war ein klarer Auftrag da. Also die Geschichte musste erzählt werden. Ich ging an meinen Leib- und Magensender heran, an den WDR. Die Redaktion vom Wolfgang Landgräber, es war Interesse da. Es kam aber dann zu einem Wechsel in der Redaktionsleitung und das Thema fiel unter den Tisch, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Ich war dann sehr hilflos zunächst, was mache ich jetzt damit, weil ich wähnte mich schon in der Sicherheit, diesen Film auch dann in Kooperation mit Arte dann machen zu können. Ich hatte für die Redaktion auch vorher schon gearbeitet und wusste erstmal gar nicht, wie damit umgehen und bin dann eigentlich sehr naiv in ein Crowdfunding über eine Plattform, Crowdfunding-Plattform dann
rein gestolpert, kann man fast sagen, aber ich hatte den Drang, diesen Film machen zu wollen. Das war eine Plattform, die sich mit journalistischen Themen befasste und habe dann die notwendigen Dinge getan, einen Trailer, eine geschnitten, einen mich selbst vorgestellt, was sehr unangenehm bei diesem persönlichen Thema war, das zu verkaufen, selbst zu verkaufen. Und fand dann aber doch ausreichend Mitstreiter, um die Entwicklung des Stückes erstmal und den ersten Dreh zu finanzieren. Und dann passierte natürlich Folgendes für mich, ich hing in der Nummer drin. Ich hatte Geld von Menschen genommen, das war keine große Summe, das waren 7.500 Euro und fing dann mit einem hervorragenden Team, dem Gerardo Milstein, dem Robert Kellner, an zu drehen und bot das Thema dann unterschiedlichen Sendeanstalten an, erhielt aber nur Absagen. Unter auch teilweise sehr unschönen Bedingungen, wie manche sicher auch kennen, ewig lange Warteschleife, Entscheidungen, die dann wieder zurückgenommen wurden und so weiter. Und war dann in der Situation emotional zu sagen, zum einen will ich diesen Film unbedingt zu einem Abschluss bringen, für mich persönlich, aber auch in Würdigung der Widerstandskämpfer, um die es ging, was ich dann mittlerweile herausgefunden hatte, sah ich mich in der Pflicht, diesen Menschen eine Würdigung zu verschaffen durch Öffentlichkeit und habe dann einfach weitergemacht mit Crowdfunding in einer zweiten Phase. Das waren dann Stiftungen, die ich dann auftat, die dann, das war erstaunlich unkompliziert. Es stellte sich aber auch die Frage, wie kann ich als Privatperson oder kleine Rucksackproduzentin dieses Geld nehmen, weil ich nicht gemeinnützig bin oder kein Verein bin. Also da musste eine Lösung gefunden werden. Das wurde dann auch das Geld, das ich benötigte, das war eine sehr kleine Summe. Ich sage das jetzt ganz offen. Das waren 35.000 Euro insgesamt, die ich generierte. Man wird eigentlich sagen, hier lächerlich für einen langen Film. Aber meine letzte ARD-Produktion im Irak hatte genau 35.000 Euro, wo ich den Kopf hingehalten habe. Das heißt, das war ein kurzer Film, aber mit Reisekosten, sehr komplizierte Produktion, mit einem hohen Selbstausbeutfaktor, ähnlich wie der crowdgefundete Film, also Selbstausbeutung gegen Selbstausbeutung, aber kein Diktat der Normierung. Das war ein großer Vorteil. Also ich bin, und das war dann auch ein Stück weit dann letztlich die Quintessenz zu sagen, gut, Selbstausbeutung, jahrelange Arbeit, eine ganz spannende Erfahrung und auch, was der Kollege sagte, was Social Impact anbelangt. Also zum Beispiel in kleinen Orten, kleinen Gedenkstätten, da Menschen zu finden, die dann ihre Geschichten mir erzählten. Sehr viel Austausch, sehr viel Bewegung. Und der Film ist mittlerweile 25 Mal gezeigt worden, ohne jegliche Struktur im Nacken, fest bezahlt. Mithilfe von Stiftungen, die in dem Fall der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die die Vorführung subventioniert und auch meine Anwesenheit, wenn ich dann referiere und erzähle zum Thema oder diskutiere. Die Auswertung habe ich natürlich jetzt gänzlich in der Hand, also DVD-Verkauf, Video on Demand. Das heißt, unterm Strich Selbstausbeutung, aber dann nicht nur kein Diktat der Normierung, wie bei den Sendeanstalten, sondern auch die Rechte gänzlich. Und insofern kann ich sagen, ist das für mich eine sehr gute Sache gewesen, nicht nur emotional ein Stück Familiengeschichte ins richtige Licht zu rücken, eine politische Ebene auch zu finden für das Thema, weil der Film ist sehr bös. Der ging bis zum Bundesgerichtshof im Versuch, ein Unrechtsurteil aufheben zu lassen, was nicht gelang, ein NS-Unrechtsurteil. Also der hat dann doch vieles vereinen können in der aufwendigen Arbeit, was für mich dann letztlich dann doch ein sehr befriedigendes Ergebnis ist. Das kann ich erstmal so. Vielen Dank, Carmen. Jetzt ist das natürlich eine tolle Situation für Pauline. Die Rechte sind da,
Carmen denkt sogar schon an Alternativen, an VOD und so weiter und so fort. Was kannst du uns über deine Strategie erzählen in der Auswertung? Ich hoffe, es öffnet sich, weil ohne Not Keynotes kann ich nicht reden. Also ich heiße Pauline Mazzenot, ich bin Französin. Windrose ist eine internationale Vertriebsfirma. Ursprünglich wurde diese Firma in Paris gegründet und hat immer ihr Sitz in Paris. Und seit persönlicher Gründe bin ich vor 5 Jahren nach Deutschland umgezogen. Ich lebe in Bayern und bin ein AG-Doc-Mitglied seit 5 Jahren. Aber für uns es ist es nicht besser oder schlimmer. Also egal, wie ein Film finanziert wurde und wie hoch war das Budget, nur die Qualität ist wichtig. Und deswegen will ich heute über dieses Thema reden. Also ich will auch eine internationale Perspektive zum Debatt bringen. Und leider werde ich auf Englisch sprechen, weil für mich ist Deutsch ein bisschen schwieriger. Aber später kann ich alle Fragen auf Deutsch beantworten. Und im Workshop können wir nur Deutsch reden. But now, sorry, but let's go to English. So if in most cases documentary financing still rely on TV broadcaster with S more and more often and or film fund with S, local film fund, national, European, extranational in few cases and or international, but also on potential international co-producers and on an MG, minimum guarantee from a distributors, if the film is bankable enough, and if producers have always almost looked for additional financings from, for example, foundations and donors to close their production budget, the diversity of sources of financing has expanded with the emergence of new screening habits of documentaries, mainly in cinemas, on internet, web docs, YouTube, Facebook, etc., and on VOD, SVOD platforms, Amazon, Netflix, etc. With the increased perceived value of documentaries by some players, so we already discussed that, public bodies, NGOs are aware now that documentaries is a great tool for their own, to work for their own causes and doesn't cost that much in compared to some other budgets. And with the increasing needs for financing, making producers becoming more and more creative in their financing hunting. So based on my experience, an international distributor, I'm going to try to list very quickly the different types of resources available. Ich werde probieren zu ergänzen, was schon gesagt wurde. Highlighting when they are not compatible with traditional financings, their advantages and disadvantages for filmmakers and producers, taking examples, of course, of films in my catalog and also outside of the catalog. When you arrived, for example, earlier, you saw a trailer of a documentary called Into the Sea, which was completely funded through a crowdfunding campaign. And for me, it's the work is the same. We are just trying to sell those films as much as possible internationally and on as many modes as possible. So first, at first, increasing financings by new windows, to whom does it benefit? Will one day YouTube and Facebook finance your documentaries? YouTube channels actually can indirectly bring you financing. Of course, you can create your own channel and monetize your content, but everybody knows here that you need to have lots of clicks to earn a little money. But some YouTubers live from it. So it's not a direct way to find financing for a 52 minutes or a feature length documentary. But while making your documentary, you can become a YouTuber to monetize shorts and build celebrity for the characters of your film. So it can be an indirect way to find financing. PBS, for example, the American Public Television, is using this model for science documentaries.
they like such projects because it's a good way also for them to reduce the age of their audience. PBS also launched their own YouTube channel, and they produce, for example, internally shorts, so science documentaries of 3 minutes, which cost $50,000. So I think including YouTube channels is a good strategy to include in your strategies of the future. Facebook, same, you're going to say, okay, I'm not going to find a lot of money through Facebook, but things are changing a lot. They are starting to commission documentaries. They acquire and fund original feature-length documentaries for exclusive distribution on their service. So if you find Facebook money, you won't be able to show your films on other ways, but it might be a good way to reach an audience. Facebook already signed deals with almost 140 producers and celebrities for $50 million, and then they show the films live on Facebook. Some producers are currently in a negotiation to deliver feature docs, and we're talking about $2 to $3 million dollars. But who benefit from that at the moment? BuzzFeed, $3.1 million dollars, New York Times, $3 million dollars, and CNN, $2.5 million. But this is only the beginning. So Facebook is spending over $2 million to encourage YouTube stars to experiment with Facebook Live. So it's only the beginning. SVOD platforms, they are the main disruptors of the market. VOD platforms practice revenue share, meaning they don't provide financing for a new film, but SVOD in Europe bring $10 billion of dollars revenues. They are projected to reach $9.8 billion of dollars by 2021, meaning double in 5 years. So the explosive growth of Netflix, Amazon, and niche SVOD platforms is driving the much of the change sweeping across our industry. I'm afraid to be too long now, so maybe we can discuss later how Amazon Prime is the big disruptor on the market, but at the moment still in the USA, but they have a plan for Europe, so maybe we can discuss that during the panel. But Amazon is definitely number one. Then you've got Netflix. So Netflix, they are still acquiring 85% of the films, and they only commission 50% of the film in the USA. But again, we can go also deeper during the workshop. Then there is, of course, iTunes. At the moment, they only acquire documentaries. Some analysts are waiting for them to take a big step. They might take it, they might commission films like Facebook, or not. They earn so much money through other things. Financing films is still a very risky business, so they might not do it, but it's interesting to follow. Hulu is a very big SVOD platform, but is not very big for documentaries yet. So they finance exclusively some content, but not but they don't commission documentaries at all for the moment. But still, they are big. A small player is CuriosityStream, but they are really dedicated to documentaries, one-off and series, especially related to science, technology, history, and nature. Again, I can explain more later, but they acquire mainly documentaries, but they really start to commission a lot of documentaries, and they accept to give money and to kind of co-produce with TV stations. So it can be a good way of complementary finding new financing for your films. The players using documentaries to advocate for their own cause are almost unlimited. So we already discussed NGOs. I think it was quite convincing. There are almost NGOs for all topics. So if you have a documentary related to one topic, it's always good to find NGOs. But of course, don't forget private companies.
I think it's important to talk about branded content or advertisers funding programming. We can also discuss that later in the workshop, how private companies can finance documentaries, what are the limits, etc., sponsoring product placement. Then, of course, there are public bodies not dedicated to film. Some have a budget line for films, some don't, but you can always go to a public body to ask for financing. For example, in France, the Work Ministry has a budget line for documentaries related to work, the Defense Ministry as well, etc. But those are only examples. One very important public body is the European Commission. DG Research is financing a lot science documentaries. You can get 100,000 euros for your film. Rights collecting societies, it's also an interesting door. For example, I think in Germany it's GEMA. In France we have SACEM. If you have a music documentary, they have money for music documentaries. Science institutes, we can also discuss a lot about science institutes during the workshop. For example, the French Science Institute, CNRS, is giving money to science documentaries. You can get something like 8,000 euros. Museums. Many big museums have a budget for documentaries. Some don't, but are happy to finance as well. Le Louvre, Castle of Versailles, Centre Pompidou, they have huge budgets for documentaries. Many art documentaries made for Arte get money from Centre Pompidou, for example, or Le Louvre. Foundations, we already discussed it. I think this is also something we can, they are like typical for foundations, foundation working on one specific artist. They almost always give you financing if you have a documentary related to a specific artist. For foundations, I will mention only three. Fondation L'Oréal in France, if you have a documentary related to women in science, you can get money from them. Fondation Mémoire de la Shoah for Holocaust stories in France is very active. The French Deutsche Bahn Foundation, Fondation SNCF, is also giving a lot of money to documentaries because they feel guilty about what they did during the war. So that's why they try to give a lot of money back. Interesting to know. I don't know if it's the case of Deutsche Bahn. NGOs, many stories. In my catalog, we have documentaries related to refugees. Oxfam completely financed it. It's called the District Zero, and the only, so you were talking about, sometimes you can feel very free with some NGOs. Oxfam just said to the production company, make refugees visible. They gave the money, they financed the film completely, and it was a great film, which we have in catalog. There are also lots of animal conservation associations. So for wildlife documentaries or science documentaries, you can get money from those NGOs, which are sometimes supported by the European Union. And one way of cooperation is they give you money, you make images, but those images are also used scientifically by them, and you can use these images in your film and get financing from that. Don't forget scholarships given by festivals for projects. For example, in Prague a couple of weeks ago, East Doc Platform gave scholarships for political documentaries, and the competition is not that high. You can get quite easily between 4,000 and 8,000 euros for a good political documentary. Private donators. In some countries, there are tax reduction systems, so for this reason, you can find donators. Through personal contact, of course, it's more and more rare. It's mainly through associations and foundations. I have also examples of that in our catalog. It can be also through platforms, not crowdfunding platforms, but platforms allow in putting in contact donators, private donators with production company. One famous website is Tipeee, T-I of Deutsch, T-I-P-E-E-E.com.
Und dann, and then, of course, crowdfunding platforms. So I've got many information about which are the most popular ones, how much, what does it work, in which countries, etc., and more details. So we can discuss that during the workshop. And I will finish with the creativity of producers. Each day, I'm impressed by the creativity of producers to get financing. A couple of days ago, for example, there is an American producer who told, so he has a history documentary made of 40% of archives. He needs $75,000 to clear the rights. And he's organizing a screening with Jewish museum, a local Jewish museum in the USA, with a cocktail party after the screening. And he has good hopes to get those $75,000. So just with one evening. Second example, a couple of days ago, Rhinos in the Fridge. So it's a science documentary about white rhinos in the north of Kenya who are in danger. And the producer face gap financing problems. He has an uncle who's a famous painter. And the uncle painted a rhino. So he made a painting. And the painting is going to be sold in an auction quite soon for the gap financing. So everything is possible. And my last part will be about you can look for money, but it's easier to find free resources, and there are amazing ways of finding free resources which bring a lot to the quality of your films. For example, and those films are among the nicest success stories of international distribution in the history of Winrose. You have, for history documentaries, you have associations making reenactments for fun. So you can use those reenactments for your documentaries. We have a documentary called Waterloo, The Ultimate Battle. We sold this documentary everywhere on the planet. And because the reenactments were fabulous and they were done for free by an association. Archives, of course, you can use private archives. You can use TV stations archive. In our catalog, we have also a great documentary where the public Bosnian television gave the archives for free, and the producer gave some rights, and so it was a good deal. Public domain images. You have fantastic science institutes producing themselves fantastic images, which can be used for free. NASA is doing it. You can go on their website. I should say websites, because you know NASA is they have different sites in the USA that have amazing pictures, and it's extremely easy to use. The Dutch public television is also producing science documentaries, science shorts, very high quality. You can look at them on a website called Mind in the Universe, and you can also use them for free in your documentaries. And then there are many other examples, such as the European Organization for Nuclear Research, CERN, ESR, so the Space European Organization. They also produce a lot of public domain images you can use. And of course, you can use their scientists in your development phase for free. So to conclude, I hope I was not too long. International distributors don't only bring revenues through MG, pre-sales, co-productions, and then sales. Our letter of intent can bring you much more financing indirectly, because at the end of the day, donators, they want the films to be seen. And this is what we do. We our job is to sell and to bring you an audience, an international audience. Thank you. So I hope we continue the discussion. Vielen Dank, Pauline. Ja, ich würde gerne, ich habe Herr Dolor ein bisschen beobachtet, er hat das eine oder andere Mal schon geschmunzelt, also viel, was er sicherlich schon selber erlebt hat. Ich glaube, er kann
sehr tief schöpfen aus seinem Erfahrungsschatz und bitte um die letzten 5 bis 10 Minuten. Ja, also wir haben schon 25, 30 Jahre lang Filme gemacht, immer finanziert von öffentlich-rechtlichem Fernsehen und auch Filmförderung. Und dann haben wir diese Form, wie wir jetzt die Filme hauptsächlich finanzieren, wir nennen das Subskription, also es ist eine Art Crowdfunding, erfunden oder installiert, als wir wirklich in der allergrößten Krise unseres Schaffens waren. Wir hatten schon einen Film eingetütet, nennt man das, also beim Sender war es schon alles durch, wir hatten Filmförderung. Und dann hieß es, beim NDR kam ein Vertreter des Intendanten und sagt, ihr arbeitet nie wieder für die Öffentlich-Rechtlichen. Ja? Und damit war alles am Ende. Das hing damit, dass wir vorher zusammen, dass wir vorher einen Film auch mit NDR und Filmförderung gemacht hatten, über die Privatisierung von Wasser. Und da war am Rand ein Konzern namens Veolia betroffen, der dann beim Intendanten vorstellig wurde. Und das Übelste für uns war einfach, dass ohne zu prüfen, was da bei unserem Film falsch war, bei einer Prüfung nachher war nichts falsch, hat der Vertreter des Intendanten einfach vor dem Konzern genickt und hat gesagt, dieser Film darf nicht mehr gesendet werden und auch in Zukunft sollen wir nichts mehr machen. Das war wirklich ein großer Schock für uns. Das hatten wir auch so noch nicht erlebt. Und da haben wir zum Glück aus den Erfahrungen von amerikanischen Kollegen gehört, ihr seid sowieso verweichlicht. Ihr werdet ja nur gefüttert. Wir machen das schon lange. Und die stellten uns dann das Modell vor, dass man halt Leute bittet, ab $20 uns Geld zu geben für den Film und anschließend haben sie dann das Recht, auch den Film nicht kommerziell aufzuführen. Ja? Das ist auch ein großer Unterschied zum Crowdfunding. Wir wollen einfach nicht nur deren Geld, sondern die sind dann quasi Mitbesitzer, die das Geld geben und fühlen sich dann auch verantwortlich. Der erste Film, den wir eigentlich mal mit Sender und Filmförderung machen wollten, dachten wir natürlich auch erstmal nur an das Geld und tatsächlich, es war eine ziemlich heftige Geschichte, weil wir das überhaupt nicht geübt haben. Aber was uns völlig vom Hocker gehauen hat, war, nachdem der Film fertig war, überall im Land fanden plötzlich Veranstaltungen statt, was vorher mit unseren Filmen nie war. Wir wurden interviewt in der Tagesschau, in den Tagesthemen, in den Magazinen. Ja, die Fernsehsender wollten natürlich sowas, den Film nicht mehr senden, die durften das nicht, ist egal. Aber wir kamen total in die Öffentlichkeit und hatten eine ganz andere Möglichkeit. Und mittlerweile kann man sagen, die Filme, die darauf folgten, das sind wirklich keine kleinen Filme. Also wir haben immer so ein Produktionsvolumen von 350.000. Und es ist jetzt ja nicht so, dass wir nur jetzt von Subskription sprechen, sondern wir gucken natürlich auch, ob Filmförderung sich trotzdem noch beteiligen will, weil das ist ja ein großer Vorteil von dieser Art Subskription. Man muss nicht warten, bis ein Sender einem Geld gibt und dann sagt die Filmförderung, ja, ihr habt ja Finanzierung, jetzt beteiligen wir uns, sondern man fängt einfach an. Man kann einen Film recherchieren und man fängt an. Dann muss man, das ist unser Grundprinzip, eine Webseite kreieren und muss halt die wesentlichen Sachen da auch darstellen. Und man muss gucken, schon mal die wichtigsten Organisationen, wer da sich dran beteiligen kann. Das ist eine riesen Kommunikationsarbeit, muss man sagen. Das ist eine ganz andere Arbeit, Filme zu machen,
als wir es bisher kannten. Also die Hälfte, mindestens die Hälfte der Arbeit ist Kommunikation. Keine Organisation gibt einfach so Geld. Bei uns ist auch nicht mal das Geld das Wichtigste, sondern dass sie unsere Aufrufe unter ihren Mitgliedern verbreiten. Es soll also eine Kraut entstehen. Ja? Du musst ja mit denen reden, was sie dann davon haben. Ja? Und das ist bei jeder Organisation anders. Aber auch die vielen Einzelpersonen, die sich da dran beteiligen. Bei dem letzten Film Wer rettet wen? Da waren das über 5000 Einzelpersonen alleine. Das erfordert eine Masse Kommunikationsarbeit und das ist fast die Hauptarbeit bei dem Film. Natürlich muss auch noch ein Film gemacht werden, ja. Und das ist natürlich schon ein großes Erfolgserlebnis. Ich weiß nicht, wie ihr das früher, also wir haben es früher erlebt. Da ist dann wurde der Film im Fernsehen gesendet. Es gab noch eine Premiere irgendwo und dann war das Thema gegessen. Man hat über ein Jahr dran gearbeitet, ja, und sein Herzblut reingesteckt und dann war es Ende, ja. Aber wenn man solch einen Film macht, also zum Beispiel bei Water Makes Money, man kann sagen, der lief 4-5 Jahre lang immer jede Woche irgendwo noch in Europa, ja. Es ist eine ganz andere Art, Filme zu machen und man wird natürlich auch viel mehr eingeladen zu Diskussionen und es ist natürlich ein ganz anderes Leben. Ich will das jetzt nicht zu lange machen. Der größte Nachteil ist, es gibt verschiedene Nachteile, ja. Der Nachteil ist, dass man zu viele Jobs in einem machen muss. Und ich muss sagen, wenn hier schon vom Vater gesprochen wurde, es gibt mindestens eine Mutter, das ist Leslie, mit ihr und ohne, wir haben alles immer zusammen gemacht, ja, Leslie Franke. Das ist also wirklich eine große Überlastung, dadurch, dass jetzt noch diese riesen Kommunikationsgeschichte dazukommt. Es wäre schön, also dass wir jetzt auch noch Facebook lernen mussten und all diese Geschichten, ja, das ist schon eine ganz schöne Zumutung, ja. Es wäre einfach besser, wenn man da in Deutschland finden, wir fanden bisher nicht genügend professionelle Leute, das kann auch an uns liegen, die uns da effektiv hätten unterstützen können. Das müsste man eigentlich nicht alles selbst machen, würde ich sagen. Insofern erstens die Überlastung, zweitens ist es so, wir haben es immer so gemacht, dass alle, die uns Geld gegeben haben, die können nachher eine Veranstaltung machen und wir haben, weil wir ja auch manchmal auch oder meistens politisch brisante oder gesellschaftlich brisante Filme machen, wo die Gefahr ist, dass wir mit einstweiligen Verfügungen verklagt werden, haben wir diese Art erfunden seit 10 Jahren, dass wir immer mindestens 150, das hat sich dann gesteigert, 200 Veranstaltungen am selben Tag, in derselben Zeit in Europa machen. Und dann ist der Film in der Öffentlichkeit, dann ist das Instrument der einstweiligen Verfügung, das uns auch frühere Jahre schon in den 80ern zum Verhängnis wurde, damit ist ist weg. Das gibt es dann gar nicht mehr. Der Film läuft einfach. Ja, es haben einfach schon zu viele gesehen. Punkt. Und wenn die dann einem verklagen wollen, was auch passiert, dann hat man eine große Öffentlichkeit, die einem unterstützt. Und das ist nicht und das trägt dann übrigens auch zur Popularität bei. Also das, man hat eine ganz andere Basis. Also jetzt bin ich wieder bei den Vorteilen gelandet, ja. Aber das Problem ist, wir haben dann schon mit dem Erscheinen, mit der Premiere des Films ist er überall bekannt und kein Festival
viele bedauern das bei uns im Team, möchte dann den Film mehr, weil sie wollen ja immer die Premiere haben. Aber die Premiere, die gab es schon viele hundert Mal. Also für Festivals sind solche Filme nichts, wie man macht. Vielleicht findet man eine andere Art, wenn jemand Festivals haben will. Aber wir haben festgestellt, wenn man schon mal Geld hat von den Bürgern, wir nennen es eben Filme von unten, also die Bürger finanzieren die Geschichte, dann kommen auch meist noch andere Quellen hinzu und manchmal auch Sender. Das ist uns auch schon zweimal passiert, ja, aber erst nachträglich. Gut, ich finde, es ist auf jeden Fall eine Art, wie man aufrecht durch das Filmerleben gehen kann. Man muss auf niemanden warten, man ist von niemandem abhängig und man kann anfangen eine eigene Webseite zu machen, macht Rundbriefe und das ist es. So, vielen, vielen Dank. Wir sind genau in der Zeit, wir haben ein bisschen später angefangen, ne? Das heißt, wir teilen uns jetzt in zwei Gruppen. Ich würde sagen, wir hatten vorgesehen, die Gruppe Verleih-NGO zu machen. Walter Steffen, Herr Wolpert und Pauline, eine Gruppe. Und die andere Gruppe, Herr Klotz, Herr Dolor und Carmen, diese beiden Gruppen. Jetzt würde ich fragen, die erste Gruppe, wer würde sich denn dafür interessieren? Okay. Dann würde ich sagen, bleibt die erste Gruppe hier und die zweite Gruppe, wir gehen gemeinsam in den Vorlesungssaal Nummer 3. Das ist rechts rum, Treppe rauf. Rechts rum und Treppe rauf. Ja? Okay. Gut, dann los, eine Stunde, dann treffen wir uns wieder hier. Ja, weil wir jetzt, es sind zu wenig Leute da. Die erste Gruppe, die hier bleibt, eher Verleih und NGO und die Verleihvertrieb NGO und die zweite Gruppe ist doch die dann eher für die Filmemacher, die dann Richtung Finanzierung gehen und ja, mit den Erfahrungen der beiden Filme dann schon vorwärts gehen. Jetzt hört die Nicole gar nicht mehr zu. Ich würde jetzt hier bleiben, ja. Hallo? So, dann lasst uns nicht. Lasst uns bitte nicht viel Zeit verlieren. Wir wollten eigentlich einen Workshop machen. Ich bleibe jetzt mit da. Eigentlich soll es jetzt wirklich im direkten Kontakt gehen. Also ihr habt kurz die Statements gehört. Bitte fragt. Ich habe jetzt auch nicht die Idee, wie wir es strukturieren wollen. Hast du eine Idee? Nur eine Sache. Hallo? Ja. Funktioniert das? Wenn ihr Interesse habt, würde ich gern noch ein bisschen über SVOD-Plattformen erklären und auch über mehr tiefer über Crowdfunding. Aber nur, wenn ihr Interesse habt. Ja. Ob ich etwas schriftlich danach... für Crowdfunding, ja.
Also nach dem Workshop bin ich da. Wir können auch uns im Café treffen und wir tauschen Informationen. Das ist auch möglich. Ich weiß nicht, ob ich... SVD. Ah, okay. Ich glaube, das ist was, was viele im Moment interessiert. Genau. Das ist, glaube ich, ein guter Einstieg jetzt. Ja. Ich fange mal an mit einer Frage. Ich habe so gehört, da wabert so eine Zahl durch die Gegend von 80.000 bis 100.000 Dollar, die mit denen Netflix umherläuft und in Filme gibt, wenn es denn für das gesamte Universum sozusagen von Netflix ist. Also jetzt, Netflix hat ja verschiedene sozusagen lokale Plattformen. Netflix.de ist halt die deutsche, da kriegt man sicherlich nicht 100.000, sondern wenn sie es für Gesamt-Netflix kaufen. Was kannst du dazu sagen? Also so präzise Informationen kann ich nicht geben, aber ich kann dann, weil es... Also mit solcher Plattform, es ändert sich sehr schnell. Und ich habe ganz aktuelle Zahlen gesucht, damit ich ganz aktuelle Informationen geben kann. Also wenn ihr wollt, kann ich einen schnellen Bericht über diese SVOD-Plattform machen und danach wieder über Crowdfunding vielleicht. Also SVOD-Plattforms, Amazon, Netflix, was habe ich? Ja, also Amazon, ich habe nichts früher über Amazon und Netflix gesagt, glaube ich. Nein, okay. Ja. Okay, so Amazon Prime, sie sind wirklich riesig, riesig, riesig groß. Man sagt ja, Amazon, Netflix, bla bla bla, aber wenn man die Zahlen richtig guckt, sie sind riesig groß. Also im Moment sind sie noch, also Amazon sind sie noch am meisten in der USA. Aber es ist interessant zu wissen, was funktioniert. Also im Moment, sie finanzieren Serien mit Big Characters ich probiere vielleicht in Englisch und dann beantworte ich die Frage auf Deutsch. So they commission with big characters appealing to a niche. They have docu-series, for example, about McLaren Formula One racing or Le Mans 24-hour race. They love big risks, soft porn, supernatural events. So this is what works in the USA. Outside of the USA, they are looking to rapidly expand in UK. So what I say is really a quote from I attended MIPTV, for example, in April. So there they expressed their strategy. So I'm really quoting exactly what they said. UK, Germany, France, and soon elsewhere. So UK, Germany, and France are priority number one for them in Europe. Programming will be localized over time. So of course we will have this, they love sensationalist content, but they will have to adapt also to what people like in our countries. So Amazon will expand its offer into a variety of genres, including original classical documentaries from producers who are established but are not necessarily names. Because in the USA, they like working with big producers. But they say that they will be also willing to work with small producers in Europe. But you need to be aware, tough social issue documentaries dedicated to changing the world for the better are not likely to be on Amazon's priority list unless the project is led by a celebrity. So you need to know exactly where they can help you and where they can't help you. Netflix. I think I already said that. Netflix viewers watch a lot more acquisition, 85%. And yeah? Okay, also, Deutsch. Okay, also Netflix, die Zuschauer gucken 85% Akquisitionen und finanzieren nur 5% der Filme in der USA. Netflix hat 50 Millionen Subscribers in der USA und fast dasselbe außerhalb von der USA. Dokumentarfilme sind nicht auf ihren Charts, aber Dokumentarfilme
helfen Subscribers contribute to customer subscription and retention. So, also die Leute, die bei Netflix sind, bleiben auch, weil es Dokumentarfilme gibt. Also das bedeutet, dass Netflix muss schon darauf passen, dass sie die Zuschauer zufrieden machen, und sie müssen gute Dokumentarfilme anbieten. Und sie wollen, also sie sagen, sie wollen mehr und mehr Dokumentarfilme finanzieren. Sie haben gesagt, dass sie planen 1000 Stunden von originalen Dokumentarfilmen in 2017 zu produzieren, also zu finanzieren. Letztes Jahr haben sie 600 Stunden finanziert. Und für Netflix, der Regisseur ist sehr wichtig. Wenn man einen Dokumentarfilm an Netflix, wenn man sie überzeugen will, dass der Film gut ist, also der Regisseur ist sehr wichtig für sie. Gibt es Frage? Ja. Also man spürt es, sie waren in Cannes und so, und sie wollen wirklich, im Moment, sie sind noch in der USA sehr stark mit ihrem Modell, aber sie wollen definitiv die Welt konquieren. Ja, erobern. Ja, genau. Für mich tut sich eine Parallele auf. Eine Parallele zu den zu Anfang der 2000er, als es in Europa sehr viele digitale Kabelkanäle gab im Fernsehen. Mhm. Planet, genau. Ikidia, ja, genau. Discovery, National Geo, die alle hier rüberkamen. Durch diese digitale Übertragung entstanden unendlich viele Kanäle. Diese Kanäle suchten natürlich Zuschauer, die suchten dann auch die Abonnenten. Das heißt, man musste dort Anfang der 2000er Unmengen von Film kaufen. Das war für die Vertriebe und für die Filmemacher damals paradiesische Zustände, weil, Moment. Wir reden über Fernsehen, wir reden nicht über Dokumentarfilm, ne? Also wir reden über Fernsehen, also für die normale Fernsehware waren das paradiesische Zustände, wenn du eine Dokumentation gemacht hast, eine Reportage gemacht hast, also das klassische formatierte Fernsehen. Wenn wir jetzt drüber reden, da ist wieder ein Player, der drängt auf den Markt, der sucht Abonnenten, der muss die finden, und der hat natürlich ein Verkaufsversprechen. Das Verkaufsversprechen heißt, wir zeigen euch Sport, wir zeigen euch Dokumentarfilm, das heißt, er muss die auch anbieten. Jetzt die Frage, wird uns dasselbe ereilen wie damals? Was schätzt du? Werden die jetzt 1, 2, 3 Jahre kaufen, dann sind sie gesättigt, dann haben die im Portfolio, sagen wir mal, 100 der besten Dokumentarfilme, und das ist so meine Erwartung, und dann kaufen sie nur noch die Oscar und was weiß ich, Cannes und Sundance prämierten 10 Filme im Jahr. Und dann war es das. Also sollten wir die Zeit jetzt nutzen, denen alles zu verkaufen, was wir haben, oder wird das weitergehen? Also am Ende, ich glaube, trotzdem, also obwohl ja sie sagen, ja, es wird localized, bla bla bla, Netflix, Amazon, was sie erwarten, sind sehr amerikanische Filme. Es ist, was sie wollen. Deswegen glaube ich, Curiosity Stream ist viel für uns viel interessanter, weil Curiosity Stream ist eine SVOD-Plattform. Sie zeigen nur Dokumentarfilme, aber sind von Amazon. Sie stehen, das habe ich nicht gesagt, noch nicht. Es heißt, also sie, du bist auf Amazon und Curiosity Stream Filme stehen zur Verfügung. Also du Sie. Es ist etwas, das du durch Amazon kaufen kannst. Also, Amazon, sie sind Nummer eins, also kommerziell sind sie Nummer eins, aber Curiosity Stream bietet Filme, die uns gefallen können, und sie sind nur in Dokumentarfilme interessiert. Also, sie sagen, dass sie Interesse in Natur, Wissenschaft und Geschichte Interesse haben, aber in der Tat, ich glaube, dass sie Interesse in aller Dokumentation haben. Und also im Moment, um deine Frage zu beantworten, im Moment, sie kaufen wie verrückt, weil es kostet viel weniger,
Aber Ihr Plan ist, so viel wie möglich einzukaufen, Geld zu machen und danach in Filme zu investieren. Also jetzt, Sie finanzieren schon Projekte, also Sie akquirieren viel, finanzieren schon Projekte, sind sehr flexibel, also du kannst Geld von Kösi Stream kriegen und dazu einen TV-Sender dabei haben. Also sie müssen flexibel sein, weil sie nicht so viel Geld haben. Aber wahrscheinlich in der Zukunft werden sie, also der Plan ist, dass sie selber finanzieren, damit sie exklusive Filme für Kösi Stream haben. Aber wie schnell es sich entwickeln kann, niemand kann das wissen. Es ist ein Startup. Für 4.000 Euro für eine Stunde, ja. Ja, aber fertige Filme im Moment. Aber sie wollen Filme finanzieren und mehr, aber wie schnell es sich entwickeln wird, niemand kann es wissen, es ist ein Startup. Ich glaube, sie haben gute Chancen, weil sie auf Amazon sind. Nein, ja, kann man, ja. Wahrscheinlich. Also alle Details habe ich nicht, aber es ist immer dasselbe Problem. Das Team ist klein und sie kaufen zuerst riesige Paketten, sagt man das auf Deutsch, Paketten. Und also auch wenn du einen Film hast, kannst du nicht deinen Film verkaufen, weil sie kaufen nur von Vertriebsfirmen riesige Paketten. Und dann kannst du verhandeln, nur weil du ganz viele Filme hast. Die AG Doc könnte ein Paket kaufen. War das eine Frage oder war das ein Vorschlag, eine Anregung? Dankeschön. Ja, natürlich. Das gehört dazu. Ja. Ich muss die Fragen von euch wiederholen. Wir sind nämlich live, ja, im Livestream. Und da ihr keine Mikros habt, muss ich die Fragen wiederholen, dass die Zuschauer, die da irgendwo im Internet kleben und uns zuhören, die auch verstehen. Da hinten war noch eine Frage. Also, wenn du einen... Moment, ein, Frage, wenn du ein Fra- Projekt Moment, Moment, Frage war... Noch nicht, Moment. Regisseur und Netflix war die Frage. Warte. Also, die Frage ist, hat Netflix Interesse nur an etablierten Regisseuren oder kann man auch als Nachwuchs dort Filme also, verkaufen? Also, ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantworten werde, aber... Ich bin ein Vertriebsfirma. Meine Arbeit ist, Dokumentarfilme zu verkaufen. Also denkt ihr wirklich, dass wir wir brauchen Hooks, um einen Film zu verkaufen? Denkt ihr wirklich, dass der Name des Regisseurs ein Hook ist? Also sehr, sehr selten. Wie viele Regisseure auf der Erde, also wie viele Filme werden auf dieser Erde verkauft, weil der Regisseur so und so heißt? Ja, als Argument, wenn du ein Projekt verkaufen willst. Und es ist schon eine interessante Information, weil das passiert sehr selten. Es gibt viele Vertriebsfirmen, die keinen Regisseurname auf dem Line-Up schreiben. Ich schreibe immer der Regisseur, aber fast alle schreiben nie den Namen. Also das ist schon interessant. Es zeigt, dass sie... SVOD-Plattformen suchen nicht, also haben nicht die ähnliche Interesse wie TV-Sender. Okay. Ein TV-Sender hat Slots. Sie haben Interesse in Filme, die einfach gut sind und die Zuschauer interessieren können, aber ein TV-Sender hat Slots, muss jede Woche dieselbe Zuschauer interessieren und es ist komplett anders für SVOD-Plattformen. Noch zwei Fragen, dann würde ich gerne ein Stückchen weitergehen. Wie entsteht ein Paket bei Windrose, die Frage?
Du sagtest, du musst Pakete verkaufen. Wien Rosa hat viele Filme im Katalog. Und wenn Curiosity Stream, also wir verkaufen, manchmal will ein Kunde nur einen Film kaufen, andere Kunden wollen Filme kaufen und Curiosity Stream will viele Filme kaufen oder nichts. Punkt. Für uns ist, es macht keinen Unterschied. Es ist für. Nein. Wir probieren immer so viele Filme wie möglich zu verkaufen. Aber mit Curiosity Stream, du weißt nur vom Anfang, dass entweder sie haben Interesse in einem Paket oder gar nichts. Mhm. Aber wir probieren, aber wir helfen natürlich. Nein, weil sie wollen, ich habe klassische Musikkonzerte, wahrscheinlich haben sie keine. Also wir helfen immer, die ein Kunde hat Bedürfnisse, ein Kunde ist ein Kunde, er hat Bedürfnisse und man probiert immer, die richtigen Filme für den Kunde zu finden. Also sie wissen genau, was sie wollen. Zum Beispiel, wenn sie sagen, ich will Geschichte, ich will Wissenschaft, ich will Natur. Wenn ich klassische Musik habe, keine Chance. Also wenn Sie sagen, okay, ich habe Interesse in dieser Sache, dann suche ich alle die Dokumentarfilme, die mit Geschichte zu tun haben, Wissenschaft und Natur. Natürlich ist es viel komplexer, weil Sie haben, Sie wollen, dass es so und so ist und wir suchen alles, was wir im Katalog haben. Wir fördern alles, was wir haben und das passen könnte. Ja. Amerikaner im Mittelwesten, so wie der sich vorstellt, wie Deutschland, wo es vielleicht gar keine Kühlschränke gibt oder Autos vielleicht. Ich habe nicht verstanden. Also darf ich die Frage so formulieren, ob der Vertrieb dann das Paket kuratiert, sagen wir mal so. Wir co-kuratieren. Okay, gut. Also du bist Klamotten. Verkäuferin, wenn deine Kundin ein sexy Kleid will, du suchst deine sexy Kleid. Ich will nur sexy Kleider. Genau. Ja, Gerardo. Es gibt gemeinsame. Moment, die Frage ist, wie die Art und Weise des Co-Produzierens der Filme mit Netflix zum Beispiel ist, ob das ähnlich ist zu den Prozessen, die wir aus den oder in der Zusammenarbeit mit den Sendern. Also es ist genau dasselbe und es ist komplett anders. Also jeder Kunde ist anders und du musst, es ist genau dasselbe und es ist anders. Also die Bedürfnisse sind nicht gleich, aber es ist ein Kunde genau wie ein TV-Sender. Aber sie haben andere Bedürfnisse. Ich würde jetzt gerne. Aber vielleicht, ich habe diese Informationen gegeben, um zu zeigen, dass es ändert sich und es ändert sich schnell. Und es ist genau, also ich glaube, das hast du gut zusammengefasst. Es ist genau wie Kabel, in den, ich weiß nicht mehr wann. Mhm. Aber am Ende, es wird nicht einfacher sein als mit TV-Sender. Es ist nur neue Kanäle. Und ich würde, wenn ihr noch Fragen habt, und es gibt auch andere Leute, die interessante Sachen zu sagen haben, aber ich glaube, man muss mehr folgen, was passiert. Und es wird kein Wunder sein. Es wird nur neue Kanäle und anders. Ich glaube, ich sehe mehr Opportunities, Möglichkeiten mit Crowdfunding. Und vielleicht können wir noch ein bisschen Zeit über Crowdfunding reden, weil vielleicht der einzige Vorteil mit Netflix ist, dass die Regisseure werden mehr Freiheit haben, mit wie sie die Filme machen. Also, halt! Hier vorne war es noch eine Frage. Okay, kann man dieselben Kriterien von Netflix erwarten, wie wir das aus der Branche kennen? Sehr interessant. Also diese SVOD-Plattformen stellen im Moment ein Leute vom Filmbereich, also Leute, die bei TV-Sender früher gearbeitet haben. Weil sie sind neu, also sie sind noch ein bisschen neu und deswegen
Im Moment stellen sie echte Profis ein, die früher, ja, bei. Deswegen am Ende wird dasselbe sein. Nur die Zuschauer sind anders und gucken die Filme anders. Und deswegen, ich glaube, es ist nur neue Kanäle. Und ich glaube, ja, wo wir etwas gewinnen werden, es ist in den Storytelling. Ich glaube, die Regisseure werden mehr Freiheit haben und also es wird mehr Vielfalt, ja, viel Storytelling-Vielfalt. Also zwei Telepool-Mitarbeiter sind, oder ehemalige Telepool-Mitarbeiter findest du jetzt bei Netflix zum Beispiel. Also da gibt es schon. Benedikt, letzte Frage. Also einerseits hast du Formatierung, wenn man hört, dass was funktioniert, ist, also bei Amazon, sie wissen genau, was funktioniert und das ist diese typische amerikanische Sensationalist-Filme. Also das ist sehr formatiert. Aber andererseits hast du diese ganz freie, ja, ich glaube, es gibt die zwei Möglichkeiten. Ja. Kann ich auch bestätigen, das ist ja die Arbeit auch, die du mit den Fernsehsendern anderswo hast. Also entweder packt die Leute von den flexiblen Sendeplätzen der Film oder nicht. Und ein großer Faktor ist das, was sie sagt, also eben diese Amerikanisierung des Dokumentarfilms oder der Dokumentation, wie man es so sagen will, ja, funktioniert halt dort. Wir sind halt ein anderes Land und eine andere Geschichte. So, sorry, ich wollte gerne unbedingt weitergehen. Das Crowdfunding würde ich an Ende setzen, ob wir das noch schaffen. Wir sind ja in der Verwertung hier eigentlich, ne? Und ich glaube, das ist super interessant, dass, was Herr Wolpert macht, eben mit der nicht gewerblichen Auswertung. In Deutschland war das ja die nicht gewerbliche Auswertung vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, noch viel, viel breiter. Da gab es Landesbildstellen, Kreisbildstellen, die haben auch selber angekauft. Wie entwickelt sich aus Ihrer Blickrichtung dieses Feld jetzt? Ist da etwas, was sich für uns zum Positiven entwickelt? Ist das für uns attraktiv? Sie gehen da wirklich mit relativ viel Geld in Filme hinein. Wie werten Sie die aus und rechnet sich das für Sie überhaupt? Also für uns rechnet sich das nicht. Das ist der große Vorteil unserer Arbeit, dass es sich nicht rechnen muss, sondern dass wir eben, ich habe es gesagt, dass wir einen Bildungsauftrag haben und dem genügen können. Und in Deutschland ist diese nicht gewerbliche Verleihstruktur noch relativ intakt. Also die gibt es noch in Deutschland, die gibt es in der Schweiz, in Österreich ansatzweise, in Frankreich relativ gut über die staatlichen Stellen, in anderen Ländern gibt es überhaupt nicht mehr. Aber rechnen tut sich das nicht. Und das ist auch total im Umbruch. Das ist sehr schwierig, wenn wir machen oft Themen-DVDs, also dass wir 10 Kurzfilme zu einem Thema herausgeben. Die haben zum Teil eine relativ große Reichweite, dass das auch Lehrer oder Schulen kaufen. Über die Bildstellen wird das zunehmend schwieriger. Und der Online-Vertrieb, der jetzt begonnen hat, also die evangelischen und katholischen Medienzentralen haben Kurzfilme auch im Online-Angebot als Streaming und auch Download für einen geschlossenen Kundenkreis, Closed Circuit. Das läuft sehr gut, weil damit auch junge Zielgruppen erreicht werden. Aber die Sender geben zum Beispiel definitiv keine Rechte mehr ab. Also wenn wir einen Film kofinanzieren, verlangen wir nicht gewerbliche Rechte. Das ist kein Problem für diesen nicht gewerblichen Bereich. Aber nicht gewerbliche Online-Rechte bekommen wir auf keinen Fall, weil die Sender, denen läuft das Publikum davon. Das heißt, die versuchen sich auch jetzt im Internet stark zu machen. Offiziell heißt beispielsweise, dass bei Planet Schule, beim WDR, Filme nur ein Vierteljahr nach der Ausstrahlung online sind. De facto ist es so, wenn ein Film stark nachgefragt wird, ist er nach 2 Jahren immer noch online und die Produzenten haben überhaupt keine Chance. Die sagen zu uns, ja, ihr könnt ja gegen den WDR klagen. Ja, können wir mal versuchen. Ich weiß nicht, ob irgendein... Bitte? So, also Agedok, bitte Pressemitteilung, Agedok klagt gegen den WDR. Super. Aber ich wollte nochmal, jetzt ist mir jetzt auch bei diesem Dialog ins Gespräch gekommen. Ich meine, wir sind wirklich insofern grassroot, insofern war mir der letzte Vortrag auch sehr sympathisch. Wir wollen einfach, dass
ja, auf Basisebene was passiert, also dass die Filme unter die Leute gebracht werden. Ich sehe einfach bei diesen Riesenankäufern eine Normatierung des Geschmacks. Du hast es auch angesprochen. Also alle wollen das Gleiche sehen. Das Erfolgreichste sind Katzenvideos. Also ich meine, da kann man nur sagen, macht AGDoc, soll die besten Katzenvideos machen, weil die rechnen sich auch auf YouTube. Aber ich meine, das kann es doch nicht sein. Also Diversität, wir wollen auch eine kulturelle Diversität. Und es ist sehr, sehr mühsam, einen afrikanischen Film, der einfach auch eine andere Filmsprache hat, hier unter die Leute zu bringen. Große Katzen. Die Frage ist, wie machen Sie das dann in Ihrer Arbeit? Gehen Sie aktiv auf die Käufer, sagen wir mal, zu? Und die zweite Frage wäre, die taucht immer wieder alle paar Monate im Rundbrief der AGDoc auf. Ich habe eine Anfrage von Organisation XY, Museum dies oder dies. Die wollen das zeigen. Was kann ich dafür verlangen für so eine DVD im nicht gewerblichen Bereich? Also ich meine, wir haben sehr moderate Preise und die ist gestaffelt. Also wir verkaufen mit einer Bildstelle mit V&Ö-Rechten, eine Schule mit mit V-Rechten, darf öffentlich vorgeführt werden, aber mit institutionellen Rechten und dann eben auch für eine Einzelnutzung, wenn es ein Lehrer kauft. Also da haben wir unterschiedliche Preise. Und ein Filmemacher kann immer mehr verlangen. Also wir verlangen für eine öffentliche Vorführung nicht mehr als 50 Euro. Da hat man auch die DVD und kann sie mehrfach vorführen. Aber das ist im Prinzip kein Problem, wenn bei einer Volkshochschule oder so, wenn die wirklich einen Film zeigen will, dann bezahlen die auch 150 oder 200 Euro. Das kann aber ein Vertrieb wie wir nicht machen. Da müsst ihr als Filmemacher, habt ihr ein gewisses Vorrecht und das finde ich auch wirklich, wirklich gut so. Wir machen Filme einmal, sind die schnell verfügbar, weil wenn wir einen Film herausgeben, also wir haben geförderte Filme, aber kaufen auch Filme an. Geförderte Filme geben wir dann an alle evangelischen Medienzentralen, die gibt es in ganz Deutschland. Damit sind die Filme eigentlich überall so gut wie kostenlos verfügbar. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit. Und darüber hinaus bieten wir es auch aktiv zum Kauf an. Und es gibt bestimmte Themen, also ich habe vorhin in Essen im Eimer genannt, von Valentin Thurn. Das war einfach ein Thema, wo er wirklich so ein Zeitgeistgefühl angesprochen hat. Die Leute hatten satt, dass so viel Essen weggeworfen wird. Da sind tausende DVDs verkauft worden in relativ kurzer Zeit. Bei anderen Filmen, das ist ganz wichtige Themen, aber es ist wahnsinnig schwer, da überhaupt was unter die Leute zu bringen. Und da versuchen wir halt auch ein bisschen was zu steuern. Mit Valentin Thurn müssen wir keine Tour machen. Aber mit dem Thema wie Waffenexport oder so, wenn wir da nur darauf warten, dass das Thema nachgefragt wird, passiert nicht viel. Da muss man aktiv was dafür tun. Oder jetzt mit dem Film von Peter Heller, Life Sarabar Illegal. Es gibt jede Menge Flüchtlingsfilme. Aber was mit den Afrikanern ist, die an der nordafrikanischen Küste hängen und nicht weiterkommen, die seit Jahren unterwegs sind, das interessiert vor lauter Willkommenskultur und Refugees Welcome relativ wenige Leute hier. Also da muss man wirklich nach Zielgruppen gucken, die so ein Thema auch aufgreifen und diskutiert wollen. Da muss man ein Stück weit Hilfestellungen auch geben und wirklich Zielgruppenarbeit machen. Toll. Gibt es Fragen aus dem Publikum noch? Ja, ganz oben. Mit welchem Budget fördert die EZF? Bei Dokumentarfilmen haben wir keine Obergrenze. Bei Spielfilmen ist es 50.000, das ist relativ lächerlich bei einem normalen Spielfilmbudget. Und bei Dokumentarfilmen ist es weniger. Aber es gibt keine Obergrenze. Also die letzten Jahre war Obergrenze etwa 30.000 von den genannten bekannteren Filmen jetzt. Die waren oft zwischen 20.000 und 25.000. Manchmal sind es aber auch nur 10.000. Das Wenigste ist bei einem, ich sage jetzt mal, abendfüllenden Dokumentarfilm, ein reines Presale der nicht gewerblichen Rechte, das würde sich dann etwa bei 8.000 bis 10.000 bewegen. Und bei kürzeren Filmen, es gibt ja viele, die mit ganz kleinem Budget gemacht werden, wir verstehen uns als Kofinanzier und nicht als Co-Produzent, das ist uns auch wichtig. Also wir wollen mit unabhängigen Produzenten und Filmemachern kooperieren. Das heißt, es ist nicht nur ein finanzielles Argument, sondern wir machen nie mehr wie 25%, weil wir nicht in diese Verantwortung wollen, dass wir plötzlich quasi Co-Produzent sind und dann dafür auch verantwortlich sind. Peter Heller? Ich wollte zu dem als Beispiel ergänzen, welche Vor- und Nachteile das Ganze hat.
Das ist ja keine Filmförderung in dem Sinne, es ist fast eine Koproduktion, weil natürlich selbstverständlich ist, dass dabei ein Lizenzvertrag entsteht. Das gehört dazu, damit... Also ich wiederhole nochmal, es gibt Vor- und Nachteil. Die Vorteile überwiegen. Ich sage mal erstmal Nachteil, das ist keine Filmförderung in dem Sinne, reine, weil es natürlich einen Lizenzvertrag gibt. Das heißt, der Bereich, den er vorhin angesprochen hat, der ist dann schon mal weg. Kannst du nicht mehr weiterverkaufen. Das betrifft aber das Fernsehen und sowas gar nicht. So, also die Förderung ist natürlich schon ein wichtiger Happen dabei, aber genügt nicht komplett, klar. Es gibt aber was anderes. Als Dokumentarfilmer arbeiten wir lange Jahre in Recherchen. Wir könnten ganze Bücher schreiben, machen wir teilweise auch. Es entstehen Kurzfilme und Teaser und so etwas. Und hier ist es möglich. Ein ganzes Paket, wenn man am Thema selber wirklich interessiert ist und nicht nur Ware abliefern will, wie bei Netflix oder so, dass man ein ganzes Paket zusammenstellt, gemeinsam natürlich, wo man verschiedene Aspekte mit anderen Medien, also ist immer die Rede, ne, von Bimedial und weiß der Teufel was, kann man da alles zusammenpacken und in einem vertreiben. Das heißt, es wird ein längerfristiges und anders wirksames Produkt, welches natürlich diese Grassroot-Arbeit oder was auch immer, wie man es nennen mag, sehr unterstützt und man findet für sich sehr viel mehr Sinn in dieser Arbeit als Dokumentarfilmer. Dankeschön. Gut, weitere Fragen? Dann würde ich weitergehen an den... Ich würde kurz fragen, aber wenn ihr die nicht öffentlichen Rechte bekommt, ihr nicht exklusiv dann? Jein. Das ist wirklich eine Verhandlungsgeschichte. Was wir sagen, wir möchten Exklusivrechte, aber wir sind für jedes andere Modell offen. Also wenn eine andere Institution mitfördert, ist überhaupt kein Problem, die Rechte zu teilen. Wenn eine Firma schon sehr lange selber sehr starken Vertrieb macht, sprechen wir uns auch ab. Also dass wir Beispiel sagen, dann machen wir gemeinsam eine DVD und vertreiben die nicht exklusiv. Also wir sind, weil wir klein sind, können wir solche individuellen Geschichten machen. Weil ich meine, wir fördern im Jahr etwa 10 bis 12 Filme. Wir bringen im Jahr etwa 15 Filme raus. Also da gibt es alle Möglichkeiten. Und diese Langfristigkeit, das will ich nochmal unterstreichen. Wir haben manche Lizenzen, die wir nach 12 Jahren nochmal neu lizenzieren. Also wir haben erfolgreiche Filme, die sind seit 20, 25 Jahren im Verleih. Wir haben von Mustafa Dao aus Burkina Faso Anfang der 80er Jahre einen Film, den hatten wir auf 16 mm. Jetzt haben wir ihn neu auf einer DVD herausgebracht, wo dann nochmal eine Stelle nachgefragt hat und haben neues pädagogisches Material gemacht. Der Film ist über 20 Jahre alt und hat jetzt ein neues Leben gewissermaßen. Also die nicht gewerbliche Arbeit wird oft unterschätzt, auch durch ihre Nachhaltigkeit. Ja, punktuell. Also wir nehmen zu diesen nicht gewerblichen Rechten, die wir in Anspruch nehmen, gehören nicht die Goethe-Rechte, sondern die Grundlage unserer Arbeit ist Bildungsarbeit in Deutschland. Das ist unsere Zielgruppe. Und wir haben mit dem Goethe-Institut mehrere Kooperationen gemacht, gemeinsam eine DVD, also der genannte Eisenfresser beispielsweise, ist mit dem Goethe-Institut an die DVD gemacht worden. Die gibt es in 10 Sprachfassungen oder so. Das ist nochmal ein anderer Punkt, also Stellen, die ähnlich arbeiten in Österreich und der Schweiz. Diese genannten Themen-DVDs, 10 Kurzfilme zu einem Thema, da kooperieren wir mit Kollegen in Österreich und der Schweiz. Durch die Schweiz, da müssen Bildungsmaterialien immer zweisprachig sein, da gibt es dann die Filme immer auch in der französischen Fassung. Und das senkt natürlich ja, muss ich nicht erklären, wenn man gemeinsam arbeitet, kann man damit erheblich auch Synergien schaffen. Und es ist auch eine intelligentere Auswahl, wenn das 3 Stellen machen, die auch die Besonderheiten ihrer Länder im Blick haben. Wunderbar. Dann würde ich gerne weitergehen zu Walter Steffen. Ich weiß nicht, ob man deine Arbeit überhaupt eingrenzen kann, weil so wie ich das verstehe, du machst den Film und du vertreibst den Film. Ist es überhaupt für dich wichtig, wie man das jetzt nennt, wie der Kanal ist? Oder wie findest du das Publikum am Ende? Weil ja, ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist. Also Daniel Sponsel hat ja vorhin gesagt, wir haben vielleicht auch eine Krise des Image des Dokumentarfilms. Und ich denke, das ist ein Thema, über das ich auch gerne mal in einem größeren Rahmen sprechen würde. Das wäre vielleicht für eine der nächsten Veranstaltungen sinnvoll, weil ich das
ich meine, ich mache jetzt seit 10 Jahren, reise ich mit meinen Filmen. Ich verleihe die Filme selber. Ich habe bei meinen Filmen immer zwischen 70 und 120 Kinos, die den Film fest buchen. In den letzten Jahren hat es sich so ergeben, dass ich ungefähr pro Film ungefähr 50 bis 60 Auftritte habe in den Kinos und höre da relativ viel auch von den Leuten und kriege da ein sehr gutes Feedback. Und was ich oftmals höre, ist, dass die Leute zu mir sagen, kommen und sich freuen und sagen, mein Gott, Gott sei Dank gehe ich jetzt nicht raus aus dem Kino und bin völlig deprimiert. Das geht mir bei Dokumentarfilmen häufiger so. Und ich denke mal, das ist tatsächlich, also wenn ich das dann so höre, ich habe gerade einen Film in die Kinos gebracht, ist nicht mein eigener, der heißt Ü100, da geht es um 8 über 100-Jährige. Wir hatten deutschlandweit eine riesige Presse, waren überall vertreten, aber haben dann gemerkt, die Leute, der Film ist witzig, der ist überraschend und man geht raus und ist wirklich voller Kraft und neuer Hoffnung, wenn man an sein eigenes Alter denkt, wenn man diese 800-Jährigen sieht. Aber ist es tatsächlich die Angst da, und das habe ich von vielen Kinobetreibern gehört, die Leute kommen selber rein und sagen, na, das ist wahrscheinlich wieder so ein Dokumentarfilm, wo es mir dann hinterher schlecht geht. So, ich denke mal, das hat was damit zu tun, was auch der Daniel Sponsel vorhin sagte. Wir müssen uns überlegen, welches Image haben wir und wie können wir es kommunizieren. Für mich ist es eine ganz wichtige Angelegenheit, wenn ich anfange mit dem Filmprojekt, dass ich mir überlege, wer ist meine Zielgruppe und wie erreiche ich sie. Und das kann ich natürlich sehr, sehr gut rausfinden über eine Crowdfunding-Kampagne, die ich anfange in der Projektentwicklung, und kann dann sehen, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, muss ich mir Gedanken machen, wo drehe ich die Schrauben, wie ziehe ich das Projekt in die Richtung, dass ich mein Publikum anspreche, was mir wichtig ist. Das bin ich wahrscheinlich, habe ich das auch gelernt als fiktionaler Primetime-Erzähler, dass ich weiß, da geht es um Quoten, ob wir die jetzt mögen oder nicht, aber es geht darum. Und so gehe ich eigentlich auch ein Projekt an. Und es werden viele Projekte an mich herangetragen. Einige mache ich, wenn ich dann abgeklärt habe, wie kann ich den Film finanzieren. Ich brauche immer für mich selber eine 50% Finanzierung. Also ich mache eine saubere Kalkulation. Davon brauche ich 50%, weil ich weiß, mit den anderen, die anderen 50% bekomme ich über die unterschiedlichen Möglichkeiten der Auswertung. Im kleinen Rahmen, da kenne ich mich noch nicht so aus, ist es VOD. Aber der DVD-Verkauf, da weiß ich, wie es funktioniert, wie viele Auflagen ich kalkulieren kann. Ich kann relativ gut, es wird in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger, aber ich kann relativ gut die Zuschauerzahlen kalkulieren. Und wenn ich Glück habe, dann finde ich auch noch einen Fernsehsender, der dann kommt und sagt, okay, wir haben eine große öffentliche Präsenz erreicht mit dem Film. Er lief gut in den Kinos und wie beim letzten Film, Bavaria Vista Club, der wurde dann nicht vom Bayerischen Fernsehen gekauft, sondern von Servus TV. Und jetzt sind wir mit dem anderen Film auch wieder in Verhandlung mit Happy Welcome. Und da kommen halt viele, viele, wenn wir jetzt beim Vertrieb sind, für mich viele, es sind viele einzelne Bausteine. Wir haben hier gerade gesprochen von den nicht kommerziellen öffentlichen Rechten, die zum Beispiel bei meinem Film Happy Welcome eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Film wurde dann auch vom Goethe-Institut, wurden die Lizenzrechte gekauft, damit das Goethe-Institut den Film in den Camps an der türkischen Grenze in Jordanien und dem Libanon zeigt. Die haben dann auch eine arabische Fassung dafür gemacht und haben aber auch dafür Geld bezahlt, was der Nachfinanzierung so quasi zugute kam. Also es ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Für mich geht es zusammen, wie stelle ich die Finanzierung eines Films auf die Beine? Wie betrachte ich und kann ich herausfinden, dass der Film auch in den Kinos läuft? Wie kann ich dann den Verleih anleiten? Das heißt, für dich ist das Crowdfunding, was du gerade schon angesprochen hast, nicht nur Finanzierung, sondern auch eine Art Projektentwicklung, Marketing schon? Zum Teil, zum Teil. Also bei meinem letzten Film Happy Welcome war das ein ganz wichtiges Instrument. Im Moment bin ich in der Postproduktion eines Films, der heißt Join Iran. Den hatte ich vor 4 Jahren schon mal, wollte ich den angehen, und da hat die Crowdfunding-Kampagne überhaupt nicht funktioniert. Und ich wusste also, ich muss in den Iran erstmal fahren, um da zu drehen. Das habe ich im Januar gemacht.
inoffiziell. Und jetzt basteln wir daraus gerade einen Teaser und beginnen eine neue Crowdfunding-Kampagne. Also da hat es gezeigt, es war von hier aus und ohne Material, Originalmaterial, nicht zu machen. Mhm. Bei Happy Welcome war es so, dass wir eine relativ gut laufende Crowdfunding-Kampagne hatten. Das Geld hätte aber nicht ausgereicht, wenn nicht zu Beginn der Vorproduktion noch jemand gekommen wäre, der gesagt hat, ich bin Co-Produzent. Das war einfach eine Privatperson, die gesagt hat, sie möchte dieses Thema mit bearbeiten, ein Privatunternehmen. Und die haben dann einfach 35.000 Euro auf den Tisch gelegt und haben gesagt, wir möchten gar nicht dran verdienen, wir stehen dahinter, wir haben das Geld, wir können das auch abschreiben, vielleicht kriegen wir was zurück, aber das ist ein Thema, was für uns gerade akut ist und wo wir uns mit Herzblut und Leidenschaft dran beteiligen wollen. Also so geht es auch. Ja, genau. Interessanter Aspekt. Und jetzt, wenn ich das noch sagen darf, mein neuer Film zum Beispiel jetzt über die Flöße hat am kommenden Mittwoch Premiere hier auf dem Dogfest. Da wusste ich wiederum, dass ich, da hatte ich einen Verein im Rücken, die das wollten. Also ein Verein, der mit den ganzen Flößergemeinden, mit allen Menschen, die im Bereich der Flößerei, die Traditionspflege, Geschichtspflege zu tun haben, dass da einfach die Kontakte da waren. Also es war relativ klar, dass wir hier mit Hilfe dieses Vereins, der dann auch die Spenden einsammeln konnte und mir und der Produktion zugutekommen lassen konnte, dass dieser Film auch seine Finanzierung kriegt. Da sind wir schon mitten in der Finanzierung wieder drin. Mhm. Die zwei Schlüsselworte ist Spendenquittung, ganz klar. Wenn ich Leute habe, die Geld geben wollen, dann haben die oftmals ein Interesse, nicht nur das Geld zu geben, sondern das Geld steuerlich abzuschreiben. Mhm. Da brauche ich einen eingetragenen Verein, gemeinnützigen Verein, der dann Spendenquittung ausstellen kann. Das ist in Deutschland noch ein Problem. Löst sich wohl langsam, Vereine verstehen das mittlerweile, mit uns umzugehen. Das zweite ist, Co-Produzenten, wahrscheinlich deshalb Co-Produzent, weil sie auch, die Firmen können Geld nur abschreiben, wenn sie eine sogenannte Produzenteneigenschaft haben, also zumindest auf dem Papier brauchen sie das Recht der Einflussnahme auf den Film. Genau. Das ist natürlich eine Gefahr, nicht, für uns alle, weil man muss es denen geben auf dem Papier. Ohne diese Produzenteneigenschaft können sie es steuerlich nicht absetzen, aber wir wollen natürlich nicht, dass sie uns reinreden. Deshalb ist Vertrauen da auch, glaube ich, extrem also der wichtig. Hat mich völlig in Ruhe gelassen. Super, das war, also gut, bisher, gut. Das ist, glaube ich, der wirklich, ich kann mich nicht beschweren. Bei den zwei Projekten, die ich gemacht habe, zusammen mit dem Fernsehen, hatte ich eine wunderbare Zusammenarbeit auf redaktioneller Ebene. Aber diese Freiheit, die ich habe, auch die Freiheit, also wenn ich denke, wenn ich jetzt FFF-Gelder abrechnen muss und wie dann teilweise da geschaut wird und was ich da schon an Problemen hatte, was mich wahnsinnig viel Zeit kostet, wenn es dann um einen Betrag von 2,50 Euro geht, die da nicht stimmen, ist es so viel leichter. Mhm. Es ist auch die ganze, was ich sehr vorteilhaft finde, ist wirklich dann auch mit den Förderern, den Sponsoren, auch den Einzelpersonen, die beim Crowdfunding mitmachen, mit denen zu sprechen über das Filmprojekt, zu kommunizieren und einfach da auch wieder einen Input zu bekommen und eigentlich auch im Vorfeld, in der Vorproduktion ein Publikumskorrektiv zu haben. Das ist, denke ich mal, das erleichtert dann auch, einen Film zu machen, von dem ich weiß, er kann den Nerv des Publikums dann, wenn er in die Kinos kommt, treffen. Also hat mich total beeindruckt, jetzt bei dir und in den Vorgesprächen auch mit Carmen und mit Kernfilm zu sehen, da leuchten die Augen das erste Mal wieder, wenn sie über den Prozess des Filmemachens berichten. Ja? Also da geht es wieder um, jawohl, wir haben irgendwo wieder unsere Passion entdeckt, wir haben wieder Spaß an der Art und Weise, wie so Filme zustande gekommen, und das finde ich wirklich bemerkenswert. Ja, das sollten wir wirklich nach außen. Das will ich auch sagen, das hat die Pauline auch gesagt. Ja. Also für mich ist es wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung bei jedem Projekt, nicht nur jetzt als Filmemacher, als Autor kreativ zu arbeiten, sondern auch bei der Finanzierung kreativ werden zu können. Was gibt es da für Ideen? Oder auch, ich meine, ich habe kein Marketingbudget.
Aber trotzdem schaffen wir es jetzt auch selbst mit unserem Flößerfilm, das hätte ich nicht gedacht. Wir waren jetzt in Mona Lisa, wir kommen wahrscheinlich auch in die Tagesthemen. Es ist ein bayerischer Film, der geht eigentlich, ich habe den nur für Oberbayern gesetzt. Und auf einmal erzielt er eine deutschlandweite Präsenz. Und bei mir zu Hause rufen die Kinobetreiber an, aus Berlin jetzt zwei, die wollen den Film zeigen. Da sage ich, ihr versteht den überhaupt nicht. Die reden bayerisch. Also ich hab den nicht untertitelt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir darüber sprechen, auch über die Vermarktung und den Vertrieb des Films, dass wir einfach dran denken, eine gute Pressearbeit zu machen. Und das vermisse ich bei vielen, vielen Projekten, die zum Beispiel bei Kleinverleihern kommen. Und da sind wunderbare Filme. Also am schockierendsten fand ich es bei Searching for Sugar Man. Den Film, es ist ein wunderschöner Film. Er war nicht präsent. Der Verleih hat diesen Film mit seiner PR-Arbeit verkommen lassen. Und das finde ich eine Schande. Das finde ich wirklich schändlich, dass es tolle Filme gibt, dass wir wunderbare Produktionen haben, die so fallen gelassen werden. Ich habe einen tollen PR-Mann. Wenn ihr den wollt, dann kann ich euch den empfehlen. Der bringt wirklich jeden Film, der einigermaßen schön und gut ist, so weit, dass er in der Präsenz, in der öffentlichen Präsenz, in der Medienpräsenz ganz oben ist. Gut. Und das macht er mit dem großen leidenschaftlichen Einsatz. Also da ist auch die Arbeit, wo wir immer denken, was können wir noch? Ist nicht so, nicht so schlimm. Das ist Konstantin Fritz. Konstantin-Fritz.de ist seine Webseite. Darf man nur fragen, ja. Wie hoch sind eure Budget, Filmbudget? Und wenn Sie Erfolg mit Crowdfunding haben, wie viel Geld gewinnen Sie damit? Das ist eine sehr gute Frage. Meine Filme sind sehr günstig. Nein, aber mehr, also ich finde, man sollte vom Filmemachen leben können. Und auch jedes Mitglied meines Teams bekommt so viel Geld. Das ist so eine Maxime von mir, dass die Lebenshaltungskosten bezahlt werden können. Wenn wir Filme machen, müssen wir bezahlen. Ich halte und finde das fürchterlich, dass gerade im Dokumentarfilm ganz viele Menschen zu 100% Rückstellung arbeiten. Ich hatte gerade eine große Diskussion, gerade bei meinem letzten Film, da hatte ich einen Aufruf gestartet über die Mailingliste der AG Doc und suchte einen Junior-Cutter, Junior-Cutterin. Es entstand dann eine große Diskussion vom Bundesverband Filmschnitt, die dann gesagt haben, oh, die wollen uns nur ausbeuten. Und tatsächlich bezahle, also jetzt hier zum Beispiel habe ich als Grundgage für meinen Film 400 Euro für einen guten Cutter und den bezahle ich 50%. Und bei 50 Schnitttagen ist das ganz ordentlich bezahlt, aber wir haben bisher sogar schon Rückstellungen auch auszahlen können. Nicht komplett, aber doch. Also mein letzter Film hat jetzt ein Budget von 140.000 Euro. Das ist ein kleiner regionaler Film. Die Finanzierung die Grundfinanzierung lag bei knapp 70.000 Euro und den Rest, den spielen wir ein. Es ist nicht, es ist im Durchschnitt, es ist nicht low. Also ich denke mal, im Fernsehen würde ich weniger haben. Zum Teil, wenn ich das höre von Kollegen. Ja. Das Publikum fängt an zu zappeln. Und ja, okay. Ja. Bei dem Projekt war kein Crowdfunding dabei. Happy, das waren wirklich Förderer, also Gemeinden, Landkreise, Sponsoren. Ich hatte insgesamt an die knapp 10 Sponsoren, größere und kleinere, die insgesamt knapp 30.000 Euro dem Film zugute haben kommen lassen. Entsprechend kriegen sie auch gewisse Revenues dafür. Und bei Happy Welcome hatten wir eine Crowdfunding-Kampagne und haben 15.000 Euro eingesammelt. Der Film hatte ein Budget von knapp 90.000 Euro. Wir hatten aber auch nur 10 Drehtage. Und in der Summe hatten wir 50.000 Euro Basisfinanzierung. Und der Rest, also diese knapp 40.000 Euro, kam tatsächlich auch durch die Auswertung rein. Wenn jetzt noch ein Fernsehverkauf kommt, dann sind wir im Plus. Also ich würde gerne noch was zu dieser Auswertung sagen. Du hast gesagt, 50% müsste das finanziert sein, der Rest durch die Auswertung. Ja. Was nicht angesprochen ist, ich langweile vielleicht irgendjemand, weil ich es schon jetzt mehrmals angesprochen habe,
Ich habe das Problem, dass die Filme, nachdem sie gesendet worden sind, ja, auf YouTube stehen. Das heißt, das gesamte DVD-Projekt spricht weg. Also diese Vorstellung, dass wir das darüber finanzieren können, mit der Möglichkeit, die Filme, dass immer welche Vollidioten diese Filme auf YouTube stellen und in solchen Mengen, also zum Beispiel, ich mache die Filmreihe oder habe die gemacht, der letzte seines Standes über alte Handwerksberufe. Ja. Und das sind 28 Filme, die sind mindestens, jeder Film davon, mindestens 10, 15 Mal steht da drauf. Es gibt Leute, die machen ganze Kanäle, wo sie komplett drauf sind. Die haben Klicks bis 300.000 Mal. Ich schreibe auf YouTube, wir haben heute schon drüber gesprochen, ich habe jetzt mal einen Tipp bekommen, wie ich das vielleicht noch angehen kann, aber es ist eine einzige Katastrophe. Das heißt, diese Vorstellung, die wir hatten, wie wir das ausnutzen können, diese Filme, wie wir dann diese restlichen 50%, von denen du sprichst, reinkriegen, wird eigentlich damit weggebrochen. Ja. Und das ist ein Riesenproblem, was eigentlich viel zu wenig, finde ich, angesprochen wird, weil vielleicht ist es auch noch nicht so überall der Fall. Aber es ist nicht das Thema des Tages und es gibt Firmen, Nein. die sich darum kümmern. Also heutzutage kann man... Ja, man muss es selber machen, aber es ist... Ja, es ich ist, mache es, ja. ich komme gar nicht, ich könnte jeden Tag viele Stunden damit verbringen, das zu machen, aber es ist... Ja. Und also das ist, wenn, also derjenige, der nicht von Hexenwerk gesprochen hat, den will ich gerne nachher nochmal fragen. Ja, das dauert 3 Tage. Ja, das mache ich, das mache ich. Und dann ist sofort, am nächsten Tag haben wieder neue Leute reingestellt. Ich komme so nicht hinterher. Aber das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich das eben auch erlebe, also ich den letzten Film, den ich gemacht habe, habe ich aus der eigenen Tasche erstmal finanziert, dachte, oh Gott. Aber das ist nur gegangen, weil ich es völlig alleine gemacht habe. Gänzlich alleine. Und das ist schon etwas, was auch dann ab einem bestimmten Alter etwas mühsam wird. Und aber diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist es, dass man so frei ist. Ich habe gesagt, diese Freiheit ist unwahrscheinlich, dass einem niemand reinquatscht. Auf der anderen Seite ist das Problem, dass einem niemand reinquatscht. Also das ist so ein bisschen eine Sache, aber ich dachte, das wird überhaupt nichts. Dann ist der Film fertig geworden, der ist 100 Minuten, dann ist er auf Festivals gelaufen. Und dann, siehe da, er hat 9 Preise bekommen. Ich habe allein über die Festivalgebühr die Preisegelder bekommen, den Film letztlich waren die Grundkosten fast finanziert. Dann, nachdem er gelaufen ist, hat der Sender sich auch interessiert, hat ihn dann tatsächlich auf der BR angekauft. Und es ist so ein Weg, den man, denke ich, wenn man jung ist, durchaus eingehen kann. Aber es ist halt insbesondere, wenn man den Ton auch noch selber machen muss, eigentlich ein Unding. Also es ist eigentlich auch wirklich schwer oder du arbeitest dich völlig auf. Aber ein Glücksgefühl ist es auf allemal. Das ist richtig. Vielen Dank. Ich mache wirklich viel und ich habe das gerade vorhin, ich hatte jetzt gerade vorher im Auto noch ein Interview mit der SZ und die hat mich auch gefragt, wie machen Sie das, 10 Filme jedes Jahr und dann noch Drehbücher und dann noch kleine Filme kommen dazu. Also ich muss sagen, für mich war der Dokumentarfilm, dass ich ihn entdeckt habe, ein großer Glücksfall. Weil ich war 2003, 2004 ein ausgeschriebener Drehbuchautor, der eigentlich keinen Bock mehr hatte auf das ganze Zeug. Und der Dokumentarfilm hat mich gerettet. Warum hat er mich gerettet? Weil die Quote letztendlich und auch die Kritiken, die du gelesen hast am nächsten Tag nach einer Ausstrahlung, ich habe zum Beispiel die Serie Edel und Stark mit kreiert oder eigentlich mit meinem Kollegen zusammen. Und die hatte wunderbare Quoten und es war ein Riesenerfolg. Er hat mich überhaupt nicht erreicht emotional. Was mich erreicht hat, war meine erste, werde ich nicht vergessen, meine erste Kinovorstellung von meinem kleinen Traktorfilm. Und ich bin mit den Protagonisten, mit den Traktoren am Starnberger See entlang gefahren. Wir haben dann beim 15. Filmfestival die Starnberger Innenstadt abgesperrt mit denen. Da ging nichts mehr weiter. Und als der Film dann lief und als dann danach die Leute zu mir kamen und applaudiert haben und ich ein direktes Feedback bekommen habe vom Publikum, da habe ich gewusst, warum ich Filme mache. Warum ich diese Arbeit, die ich eigentlich seit inzwischen 40 Jahren mache, warum ich die tue. Und das ist eigentlich bei der ganzen Arbeit, die ich jetzt mache, vom Beginn der Finanzierung bis zur Auswertung hin der Fall, dass ich immer in Kontakt mit Menschen bin, dass ich das immer überprüfen kann. Und das ist das, was der Herr da vorher gesagt hat.
Man läuft natürlich immer Gefahr, sich zu überarbeiten. Das ist klar. Und eigentlich braucht man immer mehr Helfer und Stück für Stück hole ich mir die auch dazu. Aber man sollte es nicht zu laut sagen, dieses Glücksgefühl. Weil das verwendet der Sender und sagt, ja, sehen Sie, Sie haben doch ein wahnsinniges Glücksgefühl. Ja, aber das muss Ihnen doch wert sein, dass wir Ihnen nur noch so viel sagen. Also doch, ich finde, man muss es ganz laut sagen. Weil bei den Diskussionen, wenn ich jetzt ab und zu mal zur AG-Doc komme und da sind Sitzungen, ist ganz oft ein Gefühl von, wir haben es jetzt so schwer und es ist oh, und die Finanzierung. Und ich muss einfach sagen, für mich ist es ein riesiges Privileg. Ich spiele in meinem Sandkasten und habe eine Idee und ich bringe sie dahin, dass ich sie auf der Leinwand oder auch im Fernseher mit anderen Menschen teilen kann. Das ist ein Wahnsinnsprivileg, was wir uns vor Augen halten sollten. Lasst uns bitte mit der Redenrunde so weitermachen, weil wir müssen auch die Mikros rumverteilen. Der Peter Heller hatte sich gemeldet. Ja, ich habe eine Frage noch zurück auf den Punkt, als da die Rede davon war. Was bedeutet das? Es gibt da eine juristische Einspruchsmöglichkeit der Leute, die sich am Crowdfunding beteiligen. Die Frage sieht so aus, ist es denn nicht denkbar, Science Fiction? Ja, die Konzerne schmuggeln V-Leute als Crowdfunding-Teilhaber ein. Ja, es ist auch schon passiert, also nicht durch Konzerne, sondern Studenten von mir, bei denen ist es passiert, da hat irgendein durchgeknallter Typ, hat sich dort eingeschmuggelt, hat dort ein Projekt sozusagen nominell 5.000 Euro reingesteckt, die haben sich gefreut, jawohl, wir haben das zusammen, der hat das Geld aber nicht überwiesen und damit ist die gesamte Kampagne zusammengebrochen. Also das gibt es. Das liegt aber an den Plattformen, die müssen sich dagegen schützen. Das ist aber noch was anderes. Ich habe ja gemeint, dass das aus politischem Willen unterlaufen wird, um es dann auszuhebeln, das Projekt. Ja. Also gut, richtig gezielt, ja. Ist ja denkbar. Also das wird, was weiß ich, wenn man jetzt natürlich mit Floß vielleicht nicht, aber Atomindustrie, weiß der Teufel, da wirst du, Bertram wird besser Bescheid wissen. Ja. Moment, Michael Augustin hat er noch. Ich habe einfach noch eine Frage an Sie. Können Sie noch ein Beispiel sagen für eine besonders kreative Art von Verwertung oder die Sie da hatten oder weil Sie da gemeint haben, Sie kennen sich da aus? Und Nein, ich kenne mich da nicht so aus. Ich glaube, also, Kreativität bei der Finanzierung finde ich spannend und natürlich auch kreativ zu sein im Marketing, in der Pressearbeit. Das ist, glaube ich, was, wo wir täglich überlegen, wo können wir die Menschen noch triggern? Mit was können wir das machen? Wo ich mit meinem Pressereferenten eigentlich dann jeden zweiten Tag immer wieder Gespräche haben und wo dann noch mal eine Idee kommt. Wie kommen wir daran? Also zum Beispiel jetzt bei unserem Film Ü100 haben wir einfach geschaut, wann lassen wir den Film starten und hatten überhaupt keine Ahnung. Bis wir dann alles durchforstet haben und dann gesehen haben, es gibt ja da einen Tag der älteren Generation. Ich meine, das ist klar, das gibt's. Ich wusste von dem Tag nichts. Der hat uns aber unglaublich viel gebracht, weil wir tatsächlich an diesem Tag der älteren Generation unseren Film, die Kinopremiere unseres Films hatten. Was bedeutete, ZDF-Tagesthemen sind aufgesprungen, Aspekte ist aufgesprungen und insgesamt, glaube ich, an die 12 oder 14 Sender, die wir haben, die die Sendung gebracht haben. Nur deswegen. Aber das kannst du auch übersehen. Okay. Und welche Einnahmequellen haben Sie dann in der Verwertung? Was wir jetzt haben, ist die nicht kommerzielle öffentliche Auswertung über verschiedene, also mit der FWU und gibt es verschiedene. Dann für mich ist die DVD ein sehr wichtiger Aspekt. Bei mir werden noch viele DVDs gekauft. In der Regel bin ich bei 2 bis 3, sogar 4 Auflagen, jeweils 1.000 Stück. Und 4.000 Stück DVDs sind einfach 40.000 Euro, wenn man sie direkt verkauft, auch über Amazon. Und dann natürlich das Kino. Und die letzten Filme lagen alle so, was nicht mehr viele ist. Endstation Seeshaupt hatte noch viel mehr Zuschauer. Aber bei 10.000 Zuschauern bleibt mir als abzüglich auch der Verleihvorkosten letztendlich 25.000 bis 30.000 Euro übrig. Mit denen kann ich kalkulieren. Wenn Sie das alles zusammenzählen, sind es Beträge um die 50.000 Euro. Und das in die Finanzierung mit einzubauen, dann kommt man eben auf eine Vollfinanzierung. Und machen Sie danach vielleicht noch Streaming?
Streaming, Video. Ja, da muss ich mal mit der Pauline sprechen. Mhm. Da bin ich gerade dabei, verschiedene Kanäle, ich kenne mich da wirklich nicht aus und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Also ich glaube, für solche kleinen Filme, wie ich sie mache, ist Netflix, Amazon nicht interessant. Ich denke da eher, also ich würde mich freuen, wenn wir mit der AG Docs so einen eigenen Kanal aufmachen Anfang. Könnten. Es ist nur der Anfang. Onlinefilm.org. So, Moment. Ich weiß, aber das vor 20 Jahren war das was anderes. Wir hatten schon mal gesprochen. So, ich muss es mal, ihr seht, die Kollegen aus dem anderen Panel kommen schon rein. Wir müssen wirklich jetzt hier einen Schnitt machen. Bertram Verhaag hat die letzte Frage. Ja, nur eine ganz kurze Nachfrage. Wie viel hat der Bayerische Rundfunk gezahlt für den fertigen Film? 26.000 hat der Bayerische Rundfunk gezahlt für den fertigen Film aus der Reihe Der Letzte des Standes. Nicht? Okay, der Bauer bleibst du. Gut. Also das ist ja auch schon fast Crowdfunding höher. Okay, gut. Kennt ihr den Rekord für Crowdfunding auf Kickstart? Ja, 1.1 Million. Gut. Und Tomorrow, weißt ihr, wie viel der Film bekommen hat? Tomorrow, also Ziel war 200.000 Euro und Sie haben wie viel bekommen? 444, mehr als 444.000 Euro. Tomorrow. Kiss Kiss Bank Bank, Crowdfunding Plattform. Kiss Kiss Bank Bank. Gut. Gut. Alles klar. Jetzt ist das andere Panel da. Vielen Dank an Walter Steffen, an Herrn Wolpert, an Pauline Maseno. Wir gehen jetzt hier von der Bühne. Nee, wir gehen von der Bühne. Und zwar haben wir das uns so vorgestellt, dass jetzt, weil beide Gruppen jetzt wieder zusammen sind, wir zwei Berichterstatter haben, jeweils aus einer Gruppe. Und die werden jetzt nochmal an das ganze Panel ganz kurz zusammengefasst darstellen, was die Gruppen besprochen haben und dann gucken wir, das ist dann das Ziel, dass wir das auch aufbereiten schriftlich, dass wir das dann über die AGDoc-Plattform zur Verfügung stellen, auch den Leuten, die heute nicht da waren. Und wir haben jetzt noch eine knappe halbe Stunde, weil wir wollen ja um 17 Uhr Viktors Kopf sehen von der Carmen Eckhardt. So, nochmal vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion und jetzt bitte ich die beiden Berichterstatter zu mir. Ach, ihr seid auch noch zwei. Guck mal. Zwei Köpfe können sich mehr merken als einer. Okay, gut. Dann geben wir die Mikros rum. So, der Kaupe gibt natürlich seine Waffe nicht aus der Hand. Und ihr fangt bitte an. Welche Gruppe? Womit wollen wir anfangen? Gut, ich würde sagen, es soll die Gruppe Stiftungen und Vertrieb genau. Anfangen. Okay. Genau. Annika, fang du an. Also ich fand unseren Workshop sehr, sehr gut. Stellst du dich kurz vor? Hi, ich bin Annika. Ich bin freie Autorin, übernehme Recherchen, Exposés, Treatments für Produzenten, für Sender. Genau, das ist eigentlich so meine Aufgabe. Und klar, bin auch davon betroffen, wenn das mit den Sendern so nicht mehr funktioniert und wäre daran interessiert, wie man eben mit Stiftungen zusammenarbeiten kann, um eigene Projekte zu finanzieren. Und da war bei uns eigentlich ganz oben so die Frage, wie ist das denn kombinierbar mit öffentlichen Geldern und privaten Geldern? So, das war eigentlich so das Erste. Und also grundsätzlich, Die Referenten können ja dann nochmal korrigieren, aber war es eigentlich kein Problem insgesamt, was aber einfach ganz, ganz wichtig ist und eher so dazukommt im Gegensatz zu der bisherigen Arbeit mit den Sendern. Man braucht zwei Anwälte, man braucht einen Steuerberater, man braucht jemanden, der sich um die Website kümmert. Das sind einfach alles Aufgaben, die hinzukommen zu der bisherigen Arbeit als Filmemacher.
vielleicht eine kleine Ergänzung. Ganz stimmt es nicht, weil zum Beispiel die meisten Anstalten, jedenfalls die öffentlich-rechtlichen Anstalten, es ablehnen, Sponsoren sozusagen als Kofinanziers zuzulassen. Das ist ausgeschlossen. Das ist immer auch eine rechte Frage. Die Anstalten wollen am liebsten Buyout-Verträge haben, das heißt, dass sie alle Rechte erwerben. Aber wir haben das jetzt bei der Diskussion geklärt, zum Beispiel, wenn man Fördermittel beantragt bei der, sagen wir mal, bei der Kulturstiftung, die BKM-Stiftung, da ist überhaupt kein Problem, die Fördermittel zu beantragen und gleichzeitig eine zweite Schiene zu eröffnen, Sponsoring und Crowdfunding und so weiter. Das ist eine Kombination, die möglich ist und die auch bei den Beispielen, die wir besprochen haben, dann oft zum Tragen gekommen ist. Das nur als kleine Differenzierung. Ne? Ja. Bei den Anstalten ist es eher schwierig. Genau. Aber das geht auch. Wie reagieren die Anstalten, wenn der Film vorher schon mit einer privaten Firma koproduziert wird? Also ein Kinofilm, der ja frei ist. Bertram, wir können nur das referieren, was wir jetzt besprochen haben in den Arbeitsgruppen. Ne? Das heißt also, das bedeutet wieder neues Expertentum und so weiter. Das können wir wahrscheinlich jetzt nicht so schnell leisten. Wir können nur relativ kurz, wir müssen uns da wirklich ein bisschen disziplinieren, die wesentlichen Punkte ansprechen, die auch in der Diskussion angesprochen, die Fragen und Antworten, die erteilt worden sind. Jetzt, Annika, der nächste Fragenkomplex. Im Grunde, ob Crowdfunding und Förderung, also ne, Filmförderung, ob das miteinander gut kombinierbar ist. Und da war eigentlich so die Quintessenz, dass man einplanen muss, ein halbes bis ein Jahr vorher, also bevor man das Projekt wirklich mit dem Dreh beginnen kann, dass man eigentlich ein halbes Jahr bis ein Jahr vorher mit der Finanzierung starten muss. Also ja. Am besten, man hat eine Frau, die Lehrerin ist und das Familieneinkommen reinholt oder umgekehrt. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Wenn man dann ein volles Jahr warten muss, bis die ersten Mittel eintreffen, ist das ein bisschen ein Problem. Noch ein wichtiger Punkt war, habe ich mir jedenfalls notiert, wie kann man überhaupt so ein Crowdfunding starten? Wie soll das denn funktionieren? Und da war die Antwort von unseren drei Experten, dass am Anfang eine Website stehen muss, ne, wo drin steht, eine natürliche Skizzierung des Projektes und so weiter, aber auch natürlich Informationen über den, der die Zuwendungen empfangen soll. Und dass man auf die Art und Weise versucht, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Vertrauen ist in diesem Gewerbe noch viel stärker gefordert als in den anderen herkömmlichen Finanzierungsmodellen. Wenn die Zuwendungsgeber kein Vertrauen haben, werden sie auch ihre Zuwendung nicht geben. Und das kann man, das hat die Carmen Eckert schön dargestellt, indem man sehr viel kommuniziert. Ne? Es war, man muss im Grunde in der Firma, die das herstellt, einen haben, der sich ständig im Internet bewegt und immer wieder neue Botschaften, neue Postings reinstellt, sodass die am Crowdfunding Beteiligten dann immer das Gefühl haben, wir werden hier nicht über den Tisch gezogen, sondern da ist eine transparente Organisation und die scheut sich nicht jeden Tag, wenn wir wollen, Rede und Antwort zu stehen über die Art und Weise des Fortganges, des Projektes und so weiter und so weiter. Ne? Das ist ganz wichtig. Vertrauen ist hier noch viel stärker gefordert als im Binnenverhältnis des Machers mit der Fernsehanstalt oder auch der Förderanstalt. Ja, Annika, nächster Punkt. Ja, also es wurde eigentlich gesagt, dass es ja eigentlich nicht mehr immer nur ums Geld geht, was man hier erbittet, sozusagen, um seinen Film auf die Beine zu stellen, sondern man dürfte es nicht unterschätzen, dass man auch Nicht-Geldzuwendungen einfach bekommt. Das betrifft Übernachtungsmöglichkeiten bzw. Zuschüsse für Übernachtungsmöglichkeiten, Produktionsautos, einfach Unterstützungen vor Ort und also eben auch einfach Leute vor Ort, die dort wohnen, die einen bei der Recherche unterstützen können und einfach ganz, ganz tolle Infos geben können, die einen bei der Recherche unterstützen. Das sind auch einfach Gewinne, die drei uns hier dargestellt haben, die es einfach gar nicht zu unterschätzen gilt. Ein Teilnehmer hat noch gesagt, dass in den USA und in Großbritannien die Hürden hin zu einem effektiven Sponsoring und Crowdfunding wesentlich niedriger sind als in Deutschland. Hier hat man es mehr mit Bürokratie zu tun. Hier rückt einem das Finanzamt auf den Pelz und stellt unbequeme Fragen. Eventuell wird auch eine Prüfung durchgeführt und so weiter und so weiter. Das hat man in den USA, in Großbritannien in wesentlich geringerem Umfang. Das wurde einfach mal festgestellt. Aber eine andere
positive Wahrnehmung war von unseren drei Experten, war, dass es offenbar eine große Spendenbereitschaft gibt im kulturellen Gebiet, auf kulturellem Gebiet, weil ne, so ähnlich wie die großen Spendenwellen, die anrollen, wenn wieder mal eine Hungerkatastrophe in Afrika oder wo auch immer zu beklagen ist und so weiter, gibt es vergleichbare Erfahrungen, dass dann, wenn auf kulturellem Gebiet, und Dokumentarfilme sind kulturelle Güter, zur Förderung anstehen, dass dann die Spendenbereitschaft auch entsprechend groß ist. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich jetzt einfach so weitergebe. Ne? Dann Frage noch, die Teilfrage, ist für Sponsoren im Ausland nötig, dass man dort auch eine Firma gründet? Also, man hat irgendwie einen nennenswerten belgischen Sponsor, muss man dann in Belgien eine Firma gründen? Antwort war nein. Das ist nicht nötig, das kann man auch von Deutschland aus abwickeln. Dann nochmal die Frage nach der Initiierung einer solcher Spendenwellen. Das spricht zu einer Art von Kettensystem. Ich will das nicht vergleichen mit Kettenbriefen, die ja höchst illegal sind und so. Aber es ist halt so, dass wenn man eine Organisation anspricht, eine NGO, wie auch immer, oder auch in der Friedensarbeit zum Beispiel die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigung der Kriegsgegner und so weiter, dass dann zu beobachten ist, dass dann die sozusagen in ihren Binnennetzwerken das weiterreichen. Und dann entsteht so eine Welle der Hilfsbereitschaft und der Spendenbereitschaft und so weiter. Aber man muss nur irgendwie den richtigen Einstieg finden. Und das ist aber mit ein bisschen Know-how kein großes Problem. Genau, es geht einfach darum, möglichst viele Leute ständig zu erreichen. Ja, genau. Ja. So. Und dann war noch eine Frage die gegen Schluss, dann sind wir auch schon durch. Wie ist das Gefühl, als Geldsammler so plötzlich im Licht der Öffentlichkeit zu stehen? Man kann sich ja nicht verbergen. Das heißt, wenn ein Produzent sagt, ich habe hier ein Projekt, das würde ich ganz gerne mit Spendenmitteln, mit Crowdfunding und so weiter finanzieren, muss man sich ja zu erkennen geben. Und im Zuge des sozusagen der vertrauensbildenden Maßnahmen ist dann auch ein Foto fällig, dass die künftigen Sponsoren und Spender sehen, der oder die hat ein ehrliches Gesicht, dem vertrauen wir jetzt einfach mal. Und der Negativeffekt ist, das hat die Carmen Eckert auch dargestellt mit ihrem Thema, das ja den Nationalsozialismus behandelt, wie wir gleich sehen werden im Film, dass natürlich auch jede Menge Neonazis sich dann melden und eine drohende Haltung einnehmen. Das muss man aushalten. Ne? Das ist nicht vermeidbar. Darauf muss man gefasst sein. Wenn man dazu nicht in der Lage ist, diese Öffentlichkeit auszuhalten, sollte man besser die Finger davon lassen. Es war aber auf der anderen Seite auch so, dass eben gesagt wurde, wenn man eben viel kommuniziert und in der Öffentlichkeit steht und Mitstreiter eben findet, dass das eine ganz, ganz einmalige Erfahrung sei, dass ja, das Projekt einfach so unterstützt wird und dieses Feedback, was man da so zurückbekommt, ne, so habe ich es verstanden. Also da lebt ein Film so richtig. Das war so ein ganz bisschen das Schlusswort bei uns. Vielen Dank, wunderbar. Also wir leben auf durch Crowdfunding und jetzt schauen wir uns an, ob wir auch durch neue Vertriebsmethoden aufleben. Genau, ich möchte mich ganz gleich sofort und ganz schnell anschließen. Also ich bin Elisabeth Meyer, ich bin selber auch Autorin und Regisseurin, einerseits fest frei am BR, kenne die gesamte Situation, wie sie jetzt ist und weiß, wo die Probleme liegen. Andererseits bin ich auch freie Autorin und Regisseurin, habe auch schon also mit Produzenten zusammengearbeitet und für Organisationen, die meine Filme produziert haben, wie SOS Kinderdörfer weltweit. Ja, auf jeden Fall, unser zweiter Workshop, Verleih und Vertrieb, war im Endeffekt ein kleines Panel nochmal, würde ich jetzt mal sagen. Zuerst hat nochmal Pauline Massenot referiert, und zwar vor allem über die Streaming-Kanäle Netflix und Amazon und weitere, wie momentan eben da der Ist-Zustand ist, dass da sehr viele Dokumentarfilme und Dokumentationen geplant sind für die Zukunft. Es wurde dann auch herausgearbeitet, dass es hier vor allem darum geht, gute Regisseure zu finden und dass eben diese Streaming-Kanäle sehr interessiert dran sind, in diese Richtung zu gehen, wie eben auch hier bei uns im
Fernsehen gearbeitet wurde, haben wohl auch schon Profis aus dem Fernsehbereich angestellt, die mit in diese Richtung gehen sollen. Und das, also so wie sich das anhört und anmutet, kann das in jedem Fall ein großer neuer Bereich auch für die Zukunft werden. Also im Bereich für uns alle, die wir Dokumentarfilme produzieren, als Autoren, als Regisseure und als Produzenten. Es würden da vor allem Themen aus der Natur, aus der Wissenschaft, aus der Geschichte wohl gesucht werden. Und also wie gesagt, die offensichtlich sind also Netflix und Amazon und Co. also wirklich interessiert, da sehr gute Qualität in Zukunft zu liefern. War nochmal Bernd Wolpert zu Wort, hat nochmal seinen Bereich geschildert, also hat betont, dass er, also dass die EZEF im Endeffekt zwischen einer wirklichen Filmförderung steht und ja, einer gemeinnützigen Förderung, weil eben der Betrag zu klein ist im Endeffekt, um wirklich eine Filmförderung zu sein. Also die Beträge für einen Dokumentarfilm liegen um die 30.000 Euro, beginnen bei 8.000 bis 10.000 Euro. Im Spielfilmbereich sind sie bis 50.000 Euro. Aber es ist durchaus so, dass damit also wirklich auch ein Projekt endfinanziert werden kann. Und also wie gesagt, mit allen Konditionen, die wirklich sehr, sehr gut sind und sehr gut zu den anderen Finanzierungsformen passen. Also dann hatten wir nochmal Walter Steffen als sozusagen Referenten, der nochmal seinen Bereich vorgestellt hat, natürlich als Filmemacher, als Produzent, als Verleih und als Vertrieb. Und er hat uns nochmal geschildert, also wie sehr eigentlich diese Freiheit ihn beflügelt, mit der er arbeiten kann, weil er eben nicht an die Vorgaben eines Senders gebunden ist. Und dass er sogar sozusagen in dieser Freiheit auch eine Kreativität entwickelt hat in den Finanzierungsformen, wie er sie findet, wie er sie auch mit seinem PR-Mann bespricht, also auch das Marketing und die PR dann eben auch in kreativer Weise dann einfließt und im Endeffekt also immer größere Leidenschaft und immer größere Freude am Machen von Dokumentarfilmen findet, die in 2004 wirklich auch aus einer Krise beim Drehbuchschreiben eigentlich geholfen haben und rausgeholt haben. Und ich finde also diese Anmutung, dieser Freiheit, das muss ich jetzt wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also ich liebe es, Filme zu machen. Ich finde auch die Freiheit wahnsinnig schön. Ich mache seit über 20 Jahren Dokumentation und Dokumentarfilm. Und ich muss sagen, es ist wirklich leider so, dass diese Freiheit in Projekten, die mit den öffentlich-rechtlichen Sendern produziert werden, immer weniger wird. Aus dem Spardruck und aus der Situation, die momentan herrscht. So, haben wir noch? Die Etats werden immer kleiner und dafür wird das Mitspracherecht der Redaktion immer größer. Ne? Das ist ja ein Ausdruck der Gerechtigkeit. Ja. Haben wir irgendwas vergessen? Jetzt, möchte noch jemand aus den teilnehmenden Gruppen noch irgendwas ergänzen, was wir vielleicht nicht richtig mitgeschrieben haben oder so? Kann das sein? Nein? Gut. Fühlt ihr euch einigermaßen gut wiedergegeben? Dann, uns drei hier. Ja? Okay. Dann darf ich kurz zusammenfassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hier. Wir haben festgestellt, es gibt wirklich eine Menge verschiedenster Alternativen, sowohl in der Finanzierung als auch in der Verwertung. Wir haben festgestellt, dass das immer weiter zusammenrutscht, dass die Finanzierung nicht nur die alleinige Finanzierung ist, sondern dass man sich dann mit vielen Methoden schon sein Publikum akquiriert oder es subskribieren lässt. Und das ist eigentlich die positive Nachricht des heutigen Nachmittags, dass viele Kolleginnen und Kollegen sozusagen die Freude am Filmemachen durch diese Alternativen wieder entdeckt haben, obwohl sie halt, und das auch nicht verheimlicht haben, extrem Stress und extremen Zeitaufwand eben mit dieser Selbstvermarktung auch haben und eben nicht nur Regisseure und Autoren sind, sondern eben auch sozusagen die Buchhalter, Finanzeinsammler, die Vertreiber, Verteiler, Kopierer ihrer Filme geworden sind. So, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir Michael Augustin, der uns etwas vorstellen will, nämlich eine neue Finanzierungsplattform. Ja, ich
weiß nicht, hören Sie? Ja, also ich bin schon da. Ich habe eine Präsentation dabei, vielleicht, wenn Sie das da oben schnell umschalten. Also ich habe einen mit ein paar anderen Mitstreitern einen Verein gegründet, der heißt New Independent Film Funding, NIF. Und kurz zu mir, ich bin Anwalt, ich bin spezialisiert auf Vertragsrecht, Urheberrecht, Filmrecht, biete Musterverträge auf meiner Website an, die vielleicht für Sie auch interessant sind, mit ausführlichen Anmerkungen, sodass man da vielleicht günstig einen Vertrag dann kriegt mit Anmerkungen und dann weiß, was man da abschließt und abschließen will. Bin an der Filmakademie Ludwigsburg Dozent für neue Geschäftsmodelle und fand deswegen die Veranstaltung hier auch sehr interessant, habe jetzt da viel Input gekriegt, kann das dann da umsetzen. Und ich habe hier beim DocFest mal vor ein paar Jahren so einen kleinen Wettbewerb mit dem Raumwandlerverein gemacht. Der hieß, ich sehe was, was du nicht siehst. Vielleicht kann sich da noch der ein oder andere erinnern. Da ging es um so 60-Sekunden-Filme, die vor allem Schüler einreichen sollten. Und da habe ich zum ersten Mal Sponsoren im größeren Stil gesucht, die halt hier unten noch zu sehen sind. Ja, da sitzt ja, also hier unten halt. Und daran möchte ich anknüpfen und jetzt wieder Sponsoren, Gelder suchen, um die dann wieder mit diesem Verein zu vergeben. Also wir haben eben auch festgestellt, dass es da eine bis nicht so ganz optimale Fördersituation gibt, haben deshalb den Verein gegründet mit 8 Gründungsmitgliedern. Das fand statt 2015, unsere Gründungsversammlung, und dann ist aber nichts passiert, weil wir nicht eingetragen wurden. Also das Finanzamt hat damit kein großes Problem gehabt, aber das Registergericht, und letztlich haben wir es dann geschafft, dieses Jahr endlich die Eintragung zu erwirken und mussten uns jetzt einschränken, dass wir sagen, die geförderten Werke, die wir da bezahlen, die müssen eben auch nicht kommerziell verwertet werden. Das ist so die Einschränkung, die wir da haben, aber das ist eigentlich vielleicht auch kein Problem, wenn man so an das, was wir heute gehört haben, denkt. Dann haben wir da erstens mal ein Förderkonzept, also dafür brauchen wir noch nicht mal Geld und gar nichts, was wir sowieso noch nicht haben, sondern erst einsammeln müssen, aber wir können jetzt schon sagen, wenn Sie Gelder einsammeln wollen im Crowdfunding oder ja, von Privatpersonen Geld einsammeln wollen, am besten im Idealfall im Crowdfunding, dann können wir für Sie die Spendenbescheinigungen ausstellen. Also dann zahlen die Leute das praktisch imaginär uns. Man kann vielleicht sagen, sie kriegen das gleich auf ihr Konto, geben uns einfach die Liste, wer gezahlt hat, und wir geben ihnen dann den Zahlern die Spendenbescheinigung. Dann können die das von der Steuer absetzen, ist vielleicht ganz praktisch. Wir sammeln dann aber halt nicht das Geld ein, sondern dann müssen Sie natürlich weiter sich selber darum kümmern, dass da das Geld kommt, aber das ist vielleicht trotzdem mal so ein ganz hilfreiches Mittel, weil die Leute eben so eine Spendenbescheinigung brauchen. Also da können wir nachher gerne auch noch reden, wenn da Bedarf ist, also dann reden wir darüber, wie man das genau ausgestaltet, wenn Bedarf ist. Also das ist zumindest jetzt mal so eine Idee. Das andere ist, dass wir eben selber rausgehen und schauen, wer hat da die gleiche Zielgruppe wie wir. Also wir wollen jetzt eben Filmemacher ansprechen, damit die bei uns Vereinsmitglieder werden, und denen sollte es natürlich angeboten werden, dass die von uns eine Förderung kriegen, und dann sammeln wir Spenden ein und Sponsorengelder bei Leuten, die vielleicht die gleiche Zielgruppe haben. Also ich denke da zum Beispiel an Kamerahersteller oder was weiß ich, Schnittprogrammhersteller, die vielleicht jetzt nicht unbedingt groß in die Förderung gehen, aber so mal so ein bisschen Geld, oder nicht in die Filmfinanzierung selber oft gehen oder überhaupt nicht gehen, aber so, oder GoPro oder Panasonic, ja, dass die eben sagen, so, wir wollen auch die gleichen Leute ansprechen und dann zahlen wir da was, und dann sprechen die als Verein die Leute wieder an und wir haben was davon, dass unser Name da genannt wird. Wir wollen dann im Verein eine Jury bestimmen, die dann entscheiden soll, wer da das Geld kriegt, was wir eingesammelt haben. Bis jetzt wollen wir da eine Förderung für Dokumentarfilm und eine für Fiction ausgeben, weil wir wahrscheinlich erst noch nicht so viel einsammeln werden. Wollen wir da erstmal nur so vorbereitende Autorentätigkeiten fördern und können nicht schon den ganzen Film vielleicht darüber bezahlen, weil wir jetzt eben davon ausgehen, erstmal das Geld überhaupt einsammeln zu müssen, um das Ganze ins Laufen zu bringen. Dann kriegt man halt eine Bewerbungsfrist, die Leute reichen ihre Projekte ein, die Jury entscheidet, Geld wird vergeben und am Schluss muss eben so eine nicht kommerzielle Verwertung noch stattfinden. Von mir aus auch nur vom Drehbuch. Also wenn dann da der Film, man kann das dann, denke ich, so machen, dass der Film komplett nur kommerziell verwertet wird. Hauptsache wir können sagen, dass diese Autorentätigkeit in ein Drehbuch geendet hat, und dann wird halt das Drehbuch mal vorgelesen, dann haben wir schon theoretisch unsere nicht kommerzielle Verwertung fürs Registergericht. Also da sind wir noch relativ locker. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, oder wir haben jetzt gleich die Frage an Sie, welche Fragen haben Sie dazu, welche Wünsche haben Sie, welche Anregungen, wie sollen wir es machen? Wir sind gerade erst am Anfang, wir haben noch gar nichts vorzuweisen,
außer den, die Gründung und den, den Wunsch, das zu machen, wenn Sie da irgendwelche Ideen haben, wenden Sie sich gerne an mich, gerne jetzt oder auch nachher, wenn ich da noch draußen stehe. Jetzt aber. Danke. Jetzt aber ran. Ihre, warte. Ja. Dankeschön. Ja. Ja, super Idee. Was ich noch nicht ganz begriffen habe, die nicht kommerzielle Verwertung findet dann möglicherweise oder zwingend durch NIF statt. Das muss nicht durch uns stattfinden. Also das, das würde uns, denke ich, reichen, wenn wir sagen, Sie machen das. Dann ist das sowas wie so ein Auftragsverhältnis. Dann machen Sie das für uns. Das sollte funktionieren. Bitte? Noch sind keine Gelder da. Also wir wollen zum einen von Mitgliedern Beiträge erheben, vielleicht so 20 Euro pro Mitglied, dann halt Sponsorengelder, also dass man da Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe hat, anfragt, ob die uns was geben. Und was ich mir auch noch vorstellen kann, weil ich eben Anwalt bin, dass man vielleicht so Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland anspricht, dass immer wenn da irgendwo jemand wegen illegalen Downloads verknackt werden soll, dass der dann nicht an den Staat zahlt, sondern gleich an uns. So Sachen kann ich mir überlegen. Ja. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber das ist jetzt halt die Idee. Ja. Was haben Sie selber davon? Also Sie sind ja kein Filmemacher und so. Was profitieren Sie davon? Ich bin Anwalt für den Bereich und ich hoffe jetzt für mich, sage ich mal ganz ehrlich, so nebenbei so eine Werbewirkung, dass meine Verträge verkauft werden. Die aber vielleicht auch wieder für Sie gut sind, natürlich. Ja. Und sonst macht es mir auch Spaß. Ja. Nicole, warte. Ja. Mikro. Hallo. In welcher Höhe wäre dann Ihre Beteiligung an den Spendengeldern, die Sie einsammeln? Also wenn wir dieses Crowdfunding-Modell machen, dann würde ich das am liebsten 1:1 weitergeben. Also ich weiß nicht, ob das, wenn das jetzt total ausartet, dann muss man da vielleicht eine Gebühr erheben. Und ich glaube, dass man auch, also ich bin mir relativ sicher, dass wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind, dass man dann da die 19% wieder abziehen muss von dem, was wir eingesammelt haben. Aber an sich, wenn man das so macht, sage ich mal, dass Sie mir am Schluss eine Datei geben mit Namen, die eine Spendenbescheinigung kriegen sollen, die ich dann so serienbriefmäßig ausdrucken kann und unterschreiben, dann ist das für mich kein großer Aufwand. Das heißt aber, wir wären komplett für die Akquirierung der Geldgeber selber zuständig. Ja. Und dann sagen wir hier, Leute, ihr 20 Prime, ihr wollt geben, dann machen Sie die Abwicklung wegen der Spenden und das ist es eigentlich, Ihre Arbeit. Also da kommen natürlich dann irgendwelche Kosten für Bankkonten und sowas, könnte da theoretisch dazukommen. Aber ich glaube, wenn man das über Crowdfunding dann so macht, wo Sie dann sowieso selber ein Konto eingerichtet haben, stelle es mir jetzt so vor, ich wüsste jetzt nicht, was da dagegen spricht, dass Sie das Geld einfach direkt kriegen, dann muss ich kein Konto einrichten. Ich unterschreibe einfach dann nur die 20 Spendenbescheinigungen, hoffentlich sind es nicht 5.000. Und dann läuft es einfach. Sage ich jetzt mal so. Ja. Genau. Ich habe oben eine Liste, da können Sie sich eintragen, wenn Sie es interessiert. Oder Sie mailen mir. Ich habe hier sogar einen QR-Code, wo Sie meine Kontaktdaten kriegen. Wir haben auch eine Webseite, hoffentlich bald. Also bis jetzt haben wir noch nicht mal die Domain. Das ist so, dass wir die wahrscheinlich bald kriegen, diese nif.de. Es ist alles noch sehr im Anfang gerade, aber wir sind umso interessierter an Anregungen und so weiter. Aber uns gibt schon, wir sind schon eingetragen, wir könnten jetzt schon Crowdfunding machen. Gut, vielen Dank. Also in dem bald erscheinenden, vom Thomas Frickel angesprochenen Werk über alternative Finanzierung ist auch über diese Art auch die Theorie so ein bisschen nachzulesen. Das ist ja was aus Amerika kommt, dort weit verbreitet ist. Wir haben ja zum Beispiel die amerikanische Dokumentarfilmvereinigung geht ja nach demselben Modell vor, dass sie sozusagen Spendenbescheinigungen ausstellt, aber die Leute im Prinzip selber akquirieren müssen. Also insofern ist das ganz toll, dass es sowas jetzt hier bei uns in Deutschland gibt. Ja, finde ich super. Und ich würde, weil da vorhin stand Anregung, ich würde anregen, wir sind jetzt hier ein relativ großes Plenum, gerne mal über die AG Doc
wenn das möglich ist, ein Rundschreiben verfassen, einladen. Wir könnten zum Beispiel jetzt in München mal einen der nächsten Treffen wählen, wo wir dann gemeinsam auch brainstormen können, wie wir diese wunderbare Plattform, die Sie jetzt gerade schaffen als Verein, nutzen können. Ich meine, glaube ich, weil hier ist es jetzt zu groß, aber wenn wir in so einem Raum sind von, sage ich mal, 20 Leute, wäre perfekt, wo wir dann gemeinsam drüber nachdenken können, wie kann es weitergehen. Ich finde es ganz großartig. Vielen Dank super, dafür. Freut mich. Darf ich vielleicht ergänzen, wir haben vorhin beim Brunch drüber gesprochen, auf Anregung von Christoph Bökel und von Elias, reden wir darüber, dass Herr Augustin auch Vertragsanwalt der AG DOC wird, hier für München, weil Frau Ziegelmeier sich da zurückziehen will. Also da wird es auch eine ganz enge Verbindung geben in Zukunft. Ja. Freut mich. Wunderbar, dann glaube ich, vielen, vielen Dank. Es hat es ja schon ein bisschen nachgelassen mit dem Publikum hier. Danke für die Aufmerksamkeit. Bitte nehmt diese positive Energie mit nach draußen, damit nicht alle immer so deprimiert sind nach den Filmen und Diskussionen. Noch ein schönes Festival. Vielen Dank. Vielen Dank. Nee, alles klar. Ihr hattet jetzt keine Zettel reingereicht, also so diese, weil du sagtest, Fragen von Leuten. Also es waren leider sowieso nur zwei da. Das heißt, eine extra, es waren nur zwei da. Eine extra Runde dafür zu machen, wäre zu viel gewesen. Entweder wurden sie schon beantwortet.